Wir sind durchgefroren, oder? Ja, wir sind ja, schon zweieinhalb Stunden hier. Ich schon seit 15.30 Uhr. Kann ich bezeugen. Genau, erst heute. Weißt du noch kurz? Kann der Manager ein Foto machen, bitte? Vielen Dank. Ja, gerne. Rein. Das ist perfekt geworden. Gut. Das ist perfekt, ja. Mach's gut, gemacht. Ne? Danke dir. Und jetzt hab ich gerade. Wie ist das schon kalt jetzt? Ja. Und du hast eine Daumen. Zu spät. Nee. Hallo. Tja, hey, wie geht es dir? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Danke mal, wie ist das eigentlich mit dem ganzen Unterhaltungsbereich? In der Vielzahl der Krisen werden die Leute, brauchen die mehr Unterhaltung? Das könnte ich ja gut verstehen. Oder wenden sie sich eher ab, weil sie zu viel Sorgen haben? Sowohl als auch. Also ich habe das Gefühl, als der jetzt, vor allem als jetzt wieder losging, dass alle echt aufgeatmet haben. Und dann war tatsächlich so der Anfangsapplaus, der war dann so lang, so nach dem Motto, gut, dass wir jetzt alle wieder hier sind. Ja, gleichwohl ist es so, dass doch der Kartenverkauf insgesamt schleppender ist, weil viele auch verunsichert sind. Ja. Und es gibt viele Nachholveranstaltungen, die um 2 Jahre verschoben wurden letztendlich. Ja. Wo Leute Karten haben, aber trotzdem nicht kommen. Ja, das gibt's. Das kenne ich alles. Ja, naja, ich würde mal sagen, unsere Bundesregierung ist überfordert zurzeit. Ja, das wäre wahrscheinlich fast jede Bundesregierung. Es sei denn, wir beide würden die Stellen dann natürlich nicht. Also die Bürokratie stark abbauen. Ja. Gibt es auch welche Bücher, die Sie verkaufen? So, jetzt machen wir das applikatorische Polaroid-Foto. Ja, das ist meine Schulter hier drin. Und? Dankeschön, Dankeschön. Ach, was ein herzlicher Empfang. Ja. Ja, Reinickendorf, ich hab's gefunden. Das haben wir alles. Solche Frechheiten müssen auch Berlinerinnen und Berliner über sich ergehen lassen, ja? Ja, ich weiß, aber in Berlin muss man vorsichtig sein. Da sehr kommt vorsichtig. Immer, da kommt immer ein Brett zurück. Ja. Lieber Atze Schröder, ja. Irgendwie dachte ich, leicht eingebildet, dass dieser Begriff Atze für einen Bruder ein Berliner Ausdruck ist. Aber Sie sind in Essen geboren worden und ein Jahr später mit Ihrer Familie ins Münsterland gezogen. Da sagt man also auch Atze? Nee, ist schon ungewöhnlich da. Also es kommt ja auf jeden Fall aus Berlin, aber so in den 20er Jahren, als speziell im Ruhrgebiet die Bergbau, Stahlindustrie und so weiter viele Arbeiter brauchte, ist viel aus dem Osten rübergeschwappt und eben auch damit aus Berlin. Und dann sind viele Berliner Ausdrücke sind auch im Ruhrgebiet gelandet und so. Ne, Keule ist die große Schwester. Ich habe ja eine ältere Schwester und ich war immer der Kleine, ich war Atze. Wo haben Sie im Münsterland gelebt? Eher großstädtisch, städtisch, ländlich? Sehr ländlich. Und da, ich habe noch lange da gewohnt und bin jetzt nach Hamburg gezogen. Es ist echt schön, in einer großen Stadt zu wohnen, so wie kann ich sagen. Also als Kind ist es natürlich schön, wenn man auf dem Lande wohnt, wenn das Fahrrad geklaut wird, ist es übermorgen wieder da. Das ist in Berlin mit Sicherheit nicht so. Wenn es weg ist, ist es weg. Ne? Ja. Aber ja, ich bin schon, also es war schon tatsächlich so eine, wie so ein, in so einem Astrid Lindgren-Buch. Also das heißt, Feldwirtschaft und Viehwirtschaft, da kennen Sie sich einigermaßen aus? Ja, also ich weiß. Einigermaßen. Einigermaßen. Ich weiß, wie viel Zitzen so ein Kuhäuter hat, sagen wir es mal so. Ich habe mal die philosophische Frage gehört, habe ich bis heute noch keine Antwort drauf. Jetzt sitze ich ja dem besten Rhetoriker des Landes gegenüber. Der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh? Ich glaube,
der wollte nur wissen, warum Kalbfleisch so gut schmeckt. Und irgendwo muss er anfangen. Ja, das ist eine schöne Antwort. Sehr Nein, schön. Aber wissen Sie, wie ist denn das heute? Haben Sie eher Sehnsucht nach dem Land oder ist es für Sie selbstverständlich, großstädtisch zu wohnen? Nein, ganz klar Großstadt. Ganz klar. Ich könnte mir nicht vorstellen, wieder aufs Land zu gehen, wirklich nicht. Also ich brauche große Stadt. Ich bin ja auch jemand, der auch Leute anquatscht. Ich bin schon fast krankhaft kontaktfreudig. Sehr, sehr zum Leidwesen meiner Freundin. Die sagt schon mal, so den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ne? Wie erlebten Sie Ihre Oma und erzählen Sie uns doch, weshalb Sie, also Ihre Oma, einem Lottoverkäufer den Stern um die Ohren gehauen hat? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich bin mehr oder weniger im Frauenhaushalt groß geworden. Oma, Mutter, Schwester. Ich hatte auch einen Vater, der war sehr viel unterwegs. Der war auch Musiker unter anderem. Und die Frauen zu Hause, sowohl meine Schwester, meine Mutter und meine Oma, die waren zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort damals schon gab, Feministinnen. Also die wussten schon, was sie wollen. So, und dann gab es den Stern, wo vorne Frauen drauf waren, die abgetrieben hatten. Eben auch prominente Frauen. Senta Berger war, glaube ich, mit drauf. Und auf andere komme ich jetzt nicht, aber es waren eben prominente Ali Frauen. Ali Schwarzer zum Beispiel. Ali Schwarzer war auch dabei, okay. Und bei uns an der Ecke gab es so einen Lottoladen, der eben auch Zeitschriften und Tabakwaren verkauft hat. Und meine Oma hat den Stern gekauft und der Verkäufer, wie es damals zu der Zeit war, der hatte noch, sagen wir mal, altes Gedankengut. Und dann sagte er so lapidar, so zu den Frauen, die da vorne draufstehen, sagte er zu meiner Oma, so ungefähr sinngemäß, die sollte man alle vergasen. Ja? Und meine Oma hat in aller Ruhe den Stern gerollt und hat dem Typen das Ding links und rechts um die Ohren gehauen und hat zu mir, ja. Und hat zu mir gesagt, so. Waren Sie dabei? Ich war dabei, als Steppke war ich dabei. Ja. Und dann hat sie gesagt, merkt ihr eins, es gibt halt auch sehr viele dumme Menschen. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ja. Und Sie haben das später auch festgestellt, dass es sehr viele dumme Menschen gibt. Auch ein Spruch von meiner Oma. Ich glaube, ich könnte ein ganzes Programm füllen mit den Sprüchen meiner Oma. Meine Oma sagte immer, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Sie sagten das schon, Ihr Vater war Musiker, spielte Akkordeon, Schlagzeug, war auch ein Sänger, aber er malte auch und er initiierte eine Partnerbörse. Sind Sie durch ihn an all das herangeführt worden? Heute würde ich sagen, ja. Wenn ich überlege, also die Hälfte meines Lebens bestreite ich mit Sprüchen von meiner Oma, die andere Hälfte von meinem Vater. Und also so typischer Spruch von meinem Vater war meinetwegen, so wie heute, wenn es kalt ist oder wenn es regnet, dann sagte er, macht nichts, mein Sofa wollte heute eh nicht mehr raus. Ne? Und ich bin von meinem Vater herangeführt worden. Zu Hause standen immer alle möglichen Instrumente rum, auch mal eine Tuba, aber auch ein Klavier. Wir hatten nie besonders viel Geld. Ich weiß bis heute nicht, wie mein Vater das geschafft hat, ein Klavier zu besorgen. Das war sicher über irgendwelche Beziehungen. Aber bei uns standen immer Instrumente herum, deswegen habe ich selber auch Instrumente gelernt. Meine Schwester war auch eine sehr gute Pianistin. Ich selber habe dann sehr viel Schlagzeug gespielt, weil eben bei uns zu Hause auch ein Schlagzeug rumstand. Und dann hat mein Vater mich ab und zu mal mitgenommen zu Auftritten. Und er selber war ja Schlagzeuger, hat aber auch gesungen. Und dann habe ich hier und da mal eine Nummer mitgespielt am Schlagzeug. Und er stand dann vorne und hat da die Rampensau gemacht und da speziell Frauen im Publikum angesungen. Ich weiß nie, wie ernst ihm das war, aber ja. Da kam schon mal so Sachen, dass er, wenn ich mich gewundert habe als junger... Nein, die so offen flirten, machen meistens nichts. Es sind die anderen. Da bin ich im Nachhinein beruhigt. Ja. Mein Vater sagte manchmal, das war eine Sache unter Erwachsenen. Ich gehe mal ein bisschen auf die Geschichte Ihres Vaters zurück, was mich interessiert. Ihr Vater leistete ja Arbeitsdienst, war dann im Zweiten Weltkrieg bei der deutschen Wehrmacht als Panzerfahrer und geriet dann in russische Gefangenschaft, immerhin für 6 Jahre. Hat er Ihrer Schwester und Ihnen von der Zeit des Arbeitsdienstes der Wehrmacht und der Gefangenschaft erzählt oder wie viele andere eher geschwiegen und kaum was erzählt?
Ach, sowohl als auch. Der hat tatsächlich die Tür irgendwann meiner Meinung nach hinter sich zugemacht, um das alles ertragen zu können. Jetzt muss man bedenken, mein Vater war, glaube ich, 17, als er aus dem Haus ging zum Arbeitsdienst, und er kam mit 30 wieder. Hatte zwischendurch, sagen wir mal, sehr interessante Sachen erlebt. Also war 13 Jahre. Er war bei der Wehrmacht gewesen, war dann in Russland, 6,5 Jahre in Gefangenschaft, hat da im Bergwerk gearbeitet. Also das war bestimmt nicht so leicht. Mein Vater kam aber aus einer Familie, wo es sehr brutal zuging. Also im besten Sinne wurden die Kinder preußisch erzogen, aber das ist eigentlich zu euphemistisch. Die haben sehr viel Gewalt zu Hause schon kennengelernt. Mein Vater war der Älteste in der Familie, es waren 9 Kinder. Und für den war, zur Wehrmacht zu gehen, fast eine Erleichterung. Im Vergleich zum Zuhause. Ja. Und sein Vater hatte einen Malerbetrieb. Und mein Vater, das kenne ich natürlich nur aus Erzählung, als er nach knapp 13 Jahren wieder nach Hause kam, stand sein Vater draußen auf der Straße, und zur Begrüßung hat er gesagt: Na toll, jetzt bist du wieder da, dann kannst du ja morgen mit auf die Baustelle fahren. Und auch die Tür hat mein Vater hinter sich zugemacht. Und mein Vater hat mir tatsächlich auch von seinen Erlebnissen im Krieg erzählt, von den Gräueln im Krieg, und auch geschildert, wie man sich fühlt, wenn man in so einem Schützengraben liegt und links und rechts werden die Kameraden erschossen. Auch von den schweren Zeiten in Russland im Bergwerk. Er hat mir das aber eher so erzählt, als ich kleiner war, und mein Vater war so ein richtiger, warmherziger Vater, wo man dann morgens auch ins Bett kriechen konnte, dann ging der Arm immer so raus, und dann hat er mir das eher so als Abenteuergeschichten erzählt. Als ich älter wurde, hat er mir dann eben auch die Gräuel erzählt, und so konnte ich das, glaube ich, ganz gut nachempfinden. Ja, wissen Sie, ich frage das auch deshalb, irgendwann müssen Sie sich ja mit dieser Zeit intensiv beschäftigt haben, vielleicht schon dadurch. Ich frage das deshalb, weil Sie sich 2020 bei Markus Lanz gegenüber Eva Cepesi völlig überwältigt zeigten und sich bei ihr und deren Tochter entschuldigt haben, obwohl Sie selbst ihnen ja nichts getan hatten. Aber Sie fühlten plötzlich so eine Mitverantwortung dafür. Das muss eine schwierige Situation für Sie gewesen sein. Ja, das brach sich so Bahn. Ich hatte das überhaupt nicht eingeplant. Ja. Und ich war, das war Anfang 2020, glaube ich. Ja, im Februar 2020. Ja. Die Pandemie tauchte so am Horizont auf. Es war auch ein Virologe in der Sendung, Professor Schmidt-Chanassy vom Hamburger Tropeninstitut. Und der Experte meinte damals noch, der wird ja immer noch eingeladen: Ja, es gibt diese Pandemie in China, da werden wir aber nicht viel mit zu tun haben. Er lag ein bisschen daneben, sagen wir mal. Das meinte auch mal ein Bundesfinanzminister, dass es eine Krise in den USA gibt, die nicht zu uns kommt. Und schon war sie da. Man liegt schon mal daneben. Ja, man liegt schon mal daneben. Auch als Experte. Ja, und die Eva Sepeschi war da, und ich war schon oft bei Lanz gewesen. Ich bin ja mit Markus Lanz auch befreundet und war immer mal da. Zu der Zeit hatte man noch Unterhaltungskünstler da, mittlerweile ja nur noch Virologen und Politiker. Also Sie sind sicher in den letzten Jahren öfter da gewesen als ich. Und ich kannte eigentlich so den Ablauf bei Lanz. Man war dann da, um so nach hinten raus nochmal gute Laune zu machen. Und so bin ich da auch hingefahren. Und wusste gar nicht, wer die anderen Gäste sind, habe gesagt: Ah ja, komm, das wird schon laufen und so. Und jetzt saß die Eva Sepeschi, die hat als junges Mädchen Auschwitz überlebt, da war sie noch sehr jung, und die war zu dem Zeitpunkt 87, und ihre Tochter war auch dabei, und dann erzählte sie von der Zeit, und ich merkte plötzlich so, dass das alles was mit mir machte, als sie so erzählte, als junges Mädchen, und dass ich so über meinen Vater plötzlich nachdachte. Und dann habe ich gedacht, wie absurd ist es, dass die Tochter des Opfers neben dem Sohn eines Täters, also mein Vater war dann ja indirekt auch Täter, weil er bei der Wehrmacht war. Und eigentlich hatte ich erstmal schöne Gedanken, weil ich gedacht habe, ist ja schön, dass wir friedlich nebeneinander sitzen können. Und Eva Sepeschi hätte ja jeden Grund gehabt, mit mir gar nichts zu tun haben wollen. Zu wollen. Und naja, diese Gedanken, die kamen dann so ins Spiel, und dann hat Markus Lanz so genug Gespür bewiesen, dass er einfach relativ schnell auf meinen Vater zu sprechen kam. Und dann merkte ich schon, ich habe so ein Kloß im Hals, und dann habe ich mich quasi so von außen gesehen, und das mündete dann darin, dass ich auch
nicht mit großer Überlegung aufgestanden bin, zu Eva Sepeci rübergegangen bin und mich entschuldigt habe. Einfach stellvertretend. Naja, und sie hätte auch Grund genug gehabt, mir die Hand wegzuschlagen oder zumindest nicht anzunehmen. Und sie hat im selben Moment, als ich ihre Hand nahm und gesagt habe, das tut mir leid, hat sie mir tatsächlich direkt ins Ohr geflüstert, das bedeutet mir sehr viel. Und das war, man merkt ja, wenn ich drüber spreche, habe ich ja, schon klar. Wieder ein Kloß im Hals. Ja. Und das war einer der großen Momente in meinem Leben, das muss ich schon sagen. Das hat was mit mir gemacht. Ihre Mutter arbeitete als Sekretärin in einer Malerfirma und war dann als Hausfrau für die beiden Kinder verantwortlich. Hatte sie als Sekretärin eine besondere Beziehung zur deutschen Sprache und sie damit gequält, was Grammatik, Orthographie etc. betrifft? Oder auch geholfen? Man kann das ja so oder so sehen. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Ne? Der, ja. Naja, gequält hat sie meine Schwester und mich auf jeden Fall damit, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die, bei uns zu Hause war auch sehr viel gutes Benehmen angesagt. Wie gesagt, wir hatten nicht besonders viel Geld, aber so diesen typischen Übungen mit Zeitschriften unterm Arm, Essen oder ein Buch auf dem Kopf, damit man die richtige Haltung hat. Meine Mutter hat immer gesagt, gutes Benehmen kostet kein Geld und das hat mir als Kind schon eingeleuchtet. Und ja, das zahlt sich, glaube ich, heute noch aus. Meine Mutter sagte immer, bitte sitz gerade, so kannst du nie mit dem französischen Präsidenten essen gehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe auch gar nicht vor, mit dem essen zu gehen. Man muss sich irgendwie auch dagegen wehren, ja, sage ich mal. Übrigens, der einzige Rhetorikprofessor, den es in der DDR gab, es ja keinen einzigen, komischerweise, und in der Bundesrepublik ja nur einen einzigen, ach, Walter Jentz. In den USA, in Großbritannien, in Frankreich gibt es an jeder Uni einen. Inzwischen haben wir auch mehr. Wissen Sie, woran das liegt? An der Nazi-Zeit. Weil Hitler, Goebbels und die galten als gute Rhetoriker und damit war die Rhetorik verschrien in Deutschland. Auch interessant. Und bekommt erst ganz langsam wieder so eine gewisse Relevanz. Und der war im Fernsehen und sagte, der Konjunktiv verkommt. Alle reden nur noch von hätte, wäre, sei, würde. Und der eigentliche Konjunktiv findet nicht mehr statt. Damit hat er mir ein Floh ins Ohr gesetzt. Ich korrigiere immer die Interviews durch. Ich meine, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber die meisten sagten, wenn ich nach Saudi-Arabien fliehen würde. Ich sage, wenn ich nach Saudi-Arabien flöhe. Das klingt doch ganz anders. Oder hätte ich Mehl, backte ich einen Kuchen. Man kann aber auch sagen, hätte ich Mehl, büke ich einen Kuchen. Aber ich verstehe, wie sollen Ausländerinnen und Ausländer das je lernen können? Ja, aber wenn, dann kann er es ja auch gleich richtig lernen. Ne? Ja, das stimmt. Aber Ihre zwei. Ja, ja. Also, ich wollte nur sagen, insofern haben Sie meine Unterstützung. Aber ja, ich weiß, Wiglaf Droste hat, glaube ich, mal geschrieben: Die Würde des Menschen ist, die Würde des Menschen ist sein Konjunktiv. Und. Das leuchtet mir auch ein. Ja, stimmt ja auch. Ihre 2 Jahre ältere Schwester war schon als Kind sehr begabt, spielte Klavier. Sie standen immer in ihrem Schatten. Und haben Sie diese Grunddemütigung einigermaßen überstanden? Nein. Nein. Es gibt ja, ich glaube, es geht uns allen so, es gibt ja so Verletzungen, ja. Da weiß man, also die hat man vielleicht ganz gut überwunden, ich war ja auch sehr schüchtern, bis zu Anfang der 20er kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie ist das immer noch drin. Und ich glaube, es gibt Demütigung und Verletzung. Und ich glaube, jeder von uns hat Verletzungen. Die trägt man immer weiter auch mit sich rum. Mit denen kann man vielleicht ganz gut managen. Und die führen ja vielleicht auch zu guten Sachen. Und ja, wenn meine Schwester, ich weiß gar nicht, ob ich Komiker geworden wäre, wenn meine Schwester mich nicht immer so am Nasenring durch die Manege gezogen hätte. Aber ich weiß nicht, wer von euch eine ältere Schwester hat, von den Männern, die heute hier sind. Ich weiß, so. Da wissen Sie ja Bescheid, ne? So, und gerade wenn die so 13, 14, 15, 16 sind, erstmal intellektuell sind die dann Lichtjahre voraus. Ja. Und die haben Heidenspaß daran, ihren kleinen Bruder bei jeder Gelegenheit vorzuführen. Stimmt es, dass Sie in Strumpfhosen tanzen mussten, während Ihre Schwester Klavier spielte? Das hätte ich auch nicht überstanden. Das stimmt. Sie hätte, also insofern gibt es so eine geistige Nähe zu Rudolf Nureyev. Ja.
Wie viel älter war Ihre Schwester? 1,5 Jahre. Ja, meine 2 Jahre. Dann haben wir ja so ähnliche Erfahrungen. Ja, ja. Ich wusste mich die mal irgendwann... Die haute mich so über die Straße und da habe ich mir geschworen, wenn ich stärker bin, kriegt sie das alles zurück. Als ich dann wirklich stärker war, hatte ich aber keine Lust mehr. Ich habe meiner Schwester mal, weil ich mich nicht mehr anders zu wehren wusste, in den Rücken gebissen. Und die Narbe sieht man heute noch. Und die wohnt jetzt fast 40 Jahre schon in den USA. Und immer wenn ich da bin, irgendwie schafft sie es, das Gespräch darauf zu... Und dann sagen natürlich alle, zeig mal. Und jedes Mal wird es wieder gezeigt. Aber was die mir an demütigen zugefügt hat, die man nicht sieht. Ne? Ja. Aber ich bin ihr ja insofern dankbar, dass ich dadurch wahrscheinlich Komiker aber geworden. Sie haben doch auch zusammen witzige Sachen gemacht. Was war das? Haben Sie so ein bisschen Theater gespielt oder? Ja, allein diese Nummer mit der in Strumpfhose tanzen. Ja. Ich wusste es ja nicht besser, vor allen Dingen, man kriegt es ja verordnet von der älteren Schwester. Also du ziehst jetzt diese Strumpfhose an und dann musste ich so wie Nureyev da durchs Kinderzimmer tanzen. Dass sie mir jetzt noch leid tun, ja, wenn ich daran denke. Ja. Ich weiß nicht, was das sexuell mit mir gemacht hat, weil ich glaube eine Menge. Aber mir wurde sogar, damit ich noch mehr nach Nureyev aussah, tatsächlich so ein Socken in die Hose gesteckt. Ja, das kann ich. Ich bin da öffentlich noch nie drauf angesprochen worden, aber das muss was mit mir gemacht haben. Also, Ihre Schwester, sagten Sie ja schon, lebt in den USA, sie ist jetzt Modedesignerin. Was mich interessiert, telefonieren Sie häufig, besuchen Sie sich gegenseitig? Ja, wir telefonieren dann und wann, was sich nicht vermeiden ließ, weil dass wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ja. Man teilt ja nicht mehr wirklich das Leben miteinander. Wenn wir uns dann treffen, dann ist es schön. Wenn ich in den USA bin, die ist in North Carolina, in Charlotte, dann betüdelt die mich auch. Dann bin ich nach wie vor der Kleine. Ja, das hat seine Vorteile, ja. Und sie weiß auch nach wie vor, was ich gerne esse und das gibt es dann auch immer zur Genüge, ja. Sie beschreiben sich selbst unterschiedlich als Kind. Einerseits waren Sie der kleine Prinz, kenne ich nicht. Dann wieder waren Sie ein Rabauke. Dann nennen Sie sich verzogen, gelegentlich aber auch jähzornig. Jo. Schildern Sie uns doch Ihre damaligen unterschiedlichen Charakterzüge von Ihren Erinnerungen her und übrigens auch vom katholischen Kindergarten her. Ja, das ist auch eine krude Mischung, ja. Wenn ich das jetzt so mal komprimiert von Ihnen höre. Ja, ich bin schon eine ziemlich verzogene Saublage. So viel, da können wir, glaube ich, schon mal mit anfangen. Ich war der Jüngste, Oma war mit im Haus, ich war immer Omas Liebling. Wenn meine Mutter irgendwas gekocht hatte, was ich nicht mochte, dann hat Oma schon mal wissend geguckt und dann hat sie mir irgendwas gekocht, was ich dann lieber mochte. Gleichzeitig hatte ich eine unfassbare Wut in mir. Das ist mir erst später klar geworden, aber ich habe ja eben schon geschildert, dass ich meine Schwester in den Rücken gebissen habe. Ich war sehr jähzornig. Also wenn ich dann nicht mehr weiter wusste, dann schlug das auch mal in Gewalt um. Und ich wusste aber nie, woher diese Wut kam. Ich habe das später mal aufgearbeitet, weil mein Vater, der ja eben, wie ich ja schilderte, aus einer sehr gewalttätigen Familie kam, der eben diese Kriegserlebnisse hatte, hat ja die Tür hinter sich zugemacht. Das war ein sehr liebevoller Vater. Aber irgendwas hat er noch mit sich rumgetragen und transportiert von meinem Opa, von dem gewalttätigen Opa, was dann zum Teil wohl bei mir gelandet ist. Und als ich das aufgearbeitet habe mit einer Therapeutin, da hat sich das ziemlich aufgelöst. Und das hätte ich vielleicht Jahrzehnte eher machen sollen, aber es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich an Therapie geglaubt habe. Das ist mir schon klar, aber der katholische Kindergarten, wie war der? Ja, damals war es noch so üblich, dass so katholische Kindergärten von Nonnen geleitet wurden. Und ja. Die waren beinhart, das muss man schon sagen. Also Prügelstrafe gab es da auch noch. Ja. Ich habe tatsächlich lange noch... Die haben gerade Nonnen festgenommen, die Kinder so geschlagen haben in Italien. Finde ich auch spannend, ja? Dass man sich plötzlich um sowas kümmert. Früher hat sich ja darum gar keiner gekümmert. Die konnten ja schlagen, so viel sie wollen, ja. Haben Sie Nonnenerfahrung? Nein. Also ich meine in jungen Jahren. Ja, auch nicht in jungen Jahren.
Doch, das stimmt gar nicht. Ich war, jetzt fällt es mir ein, ich war einmal im Gertrauden-Krankenhaus, das ist ein katholisches in Berlin, und da kamen plötzlich die zwei letzten zuständigen Nonnen, um mich einmal zu besuchen. Die waren uralt und ich war auch nicht mehr jung. Das passte gut zusammen. Okay, da war schon alles befriedet, sozusagen. Alles befriedet, ja. Ja. Ja, ach, das war auch schon eine schräge Welt da im Kindergarten. Einmal war es natürlich schön, im Kindergarten zu sein mit den anderen Kindern, und die meisten Erzieherinnen waren auch ganz nett. Aber die Nonnen, die Leitung des Kindergartens hatten, die hatten schon auch einen ziemlich nach ihren Vorstellungen geraden Weg. Und man musste dauernd in die Kirche und die harten Bänke, und man kniete nicht an der richtigen Stelle oder saß nicht wieder an der richtigen Stelle. Dann, klar, die Hostie schmeckt ja wie Esspapier, damit war man so ein bisschen belohnt. Aber was mich immer beeindruckt hat, war, wenn dann so gesungen wurde, also guten Abend, gute Nacht, wurde ja zum Abend in Gemma gesungen. Und dann heißt es doch, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und das hat mich als Kind so verängstigt, weil ich immer gedacht habe, was ist er, wenn er nicht will? Wenn er nicht will. Aber wirklich, ich habe gedacht, scheiße. Ne? Vor allem, man stellt sich den ja vor, da oben so ein älterer Mann mit Bart. Das war ja so auch immer die Vorstellung der Maler zu der Zeit. Ja. So sieht er aus. Und wenn er sagt, nö, du willst nicht wach. Da bin ich manches Mal mit schlechten Gefühlen eingeschlafen. Gut, dass mein Vater so ein guter Sänger war und Multiinstrumentalist. Der hat uns, also meine Schwester und mich, immer entweder in Schlaf gesungen oder irgendein Instrument, was er sich gerade wieder reingezogen hatte, gespielt. Da kam man dann Gott sei Dank auch auf etwas andere Gedanken. Ja, aber wie war und ist Ihr Verhältnis zur Religion? Ach, ja, also ich... Ich kann mir schon vorstellen, egal ob wir es Gott nennen oder nicht, dass er so ein bisschen mehr ist, als wir mit unserem aktuellen Gehirn erfassen können. Sagen wir mal so, dass die Organisation Kirche macht es einem sehr schwer, da weiterhin dran zu glauben. Aber ich empfinde das immer wie einen guten Film, der in einem schlechten Kino gezeigt wird. So, das heißt... man sitzt vielleicht in diesem kalten, zugigen Kino und der Projektor ist auch veraltet, aber der Film bleibt ja trotzdem gut. Und das ist so meine Einstellung zur Religion. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, damit kann ich was anfangen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundeinstellung. Ja, du sollst ja auch deine Feinde lieben, etc. Also ich sage mal, ich selbst glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft, weil wir dann überhaupt keine allgemein verbindliche Moral hätten. Die Linken können ja gerne versuchen, sowas zu formulieren, aber sie haben gar nicht die Kraft, dafür zu sorgen, dass das allgemeinverbindlich wird. Und wir haben nur durch die Bergpredigt überhaupt eine allgemeinverbindliche Moral. Und das Schöne ist, Weihnachten fällt den Christinnen und Christen auf, dass sie doch wieder nicht so gelebt haben, wie es da drin steht. Und dann spenden sie, und die Nichtchristen spenden vor Schreck gleich mit. Deshalb haben wir Weihnachten immer das höchste Spendenaufkommen. Und die Kirche wünscht sich das immer zu Ostern wegen der Auferstehung. Aber für die Leute ist Weihnachten eben das größere Fest und deshalb wird dort so viel gespendet. Aber das ist ja auch wichtig. Aber das ist ein ganz guter Tipp, wenn man nach Religion gefragt wird, dass man sagt, dass christliche Religion, das Beste ist die Bergpredigt. Ja, das ist es auch. Da kann man sich drauf einigen, glaube ich. Ja. Wissen Sie, warum der Heilige Geist, wie ich sage, erfunden wurde? Weil doch Jesus der Sohn Gottes ist. Ja. Wenn es keinen Heiligen Geist gegeben hätte, der das Maria erbracht hätte, hätte ja irgendwas stattfinden müssen zwischen dem Gott und Maria. Und das ging nicht. Verstehen Sie? Ja, was da gezeichnet worden wäre, ja, das ist undenkbar. Und deshalb hat man, was ich wieder schlau finde, sich gesagt, das hat der Heilige Geist überbracht. Hat so eine, ja, hat so eine weitere Figur eingeführt in den Roman. Ja. Also Lemmy Kilmister, der Bassist und Sänger von Motorhead, der sagte mal, ja, so auf die Frage, ob er gläubig sei und christlicher Glauben, hat er gesagt, naja, so Maria, Jungfrau, kriegt ein Kind, ist immer noch Jungfrau, und Josef dabei, und hat er mal gesagt, ist eine sehr dünne Geschichte. Wer steht im Neuen Testament, dass Josef, da er so schön formuliert, da er ihr noch nicht beigewohnt hatte, gehen wollte, und dann kam auch der Heilige Geist auch zu ihm und hat ihm das erklärt, und dann war alles wieder gut.
Also, ja, Lemmy hat dann so als Fazit gesagt, wer so eine Scheiße glaubt, hat es verdient, im Stall zu übernachten. Wie peinigten oder erlebten Sie, Sie haben schon ganz kurz das angedeutet, die ja auch vorhandenen Zornesausbrüche Ihres Vaters. War dann Ihre Mutter oder mehr Ihre Oma Ihr Schutz? Ja, beide. Also meine Mutter, das habe ich leider auch sehr spät erst eingesehen. Sie war schon auch ein sehr, sehr toller Mensch und sehr friedliebender Mensch und sehr liebevoller Mensch. Wenn mein Vater, und ich habe meinen Vater echt gereizt bis aufs Blut. Ich war als, also ich sitze jetzt hier sehr geläutert und lass mich hier im besten Licht, selber im besten Licht erstrahlen. Aber ich war schon als Jugendlicher ein ziemlicher Hooligan und Terrorist. Als meine Schwester ihren Sohn bekam und der war so lieb, hat mein Vater immer nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, es ist so ungerecht. Es ist. Das kann ich gut verstehen. Aber Ihr Vater saß Ihnen gegenüber und starb unerwartet und plötzlich an einem Herzschlag. 2 Jahre später starb Ihre Mutter. Da Sie sehr behütet waren und bis zum 26. Lebensjahr zu Hause lebten, muss es für Sie doch fast wie ein Sinnverlust für Ihr Leben vorgekommen sein. Und wie haben Sie dann wieder zurückgefunden zur Bejahung des Lebens? Naja, also mein Vater starb einen ziemlich gnadenvollen Tod. War 87, war gerade mal bei meinen Eltern, das war samstags nachmittags. Mein Vater war am Abend vorher noch beim Friseur gewesen, ist also gut frisiert gestorben. Er hatte mit 87 noch sehr volles Haar, was ich mit 87 nicht mehr haben werde. Ich diskutiere über die Frage. Auf der Bühne, ja. Ja, ja. Das ist klar. Nein, aber mein Vater war morgens noch auf dem Markt gewesen, mit dem Fahrrad, also wir waren auch fit, körperlich fit. Ich komme nachmittags zu meinen Eltern, mein Vater liegt auf dem Sofa, hat sein Mittagsschläfchen gemacht, meine Mutter liegt da im Ohrensessel. Vater freut sich, dass ich vorbeikomme, steht vom Sofa auf, gibt mir die Hand, fasst sich ans Herz, kriegt einen Herzschlag, wir schauen uns noch in die Augen und fällt in den Sessel und ist tot. Wenn man sich's aussuchen könnte, würde man ja die Version ankreuzen. Ich finde am besten einschlafen und nicht wieder aufwachen. Geht auch, ne? Billy Wilder wurde mal gefragt, wie er sich seinen Tod vorstellt. Und da hat er gesagt, ich möchte als 102-Jähriger vom Ehemann der Frau, mit der ich gerade im Bett liege, erschossen werden. Auch keine schlechte Version. Aber nein, und also wir haben uns noch in die Augen geschaut und wie es dann so ist, man wird ja, ob man will oder nicht, dann in solchen Situationen zumindest teilpathetisch für sich selbst. Und ich habe immer gedacht, weil mein Vater und ich, wir hatten ja bis zu seinem Tod auch ein sehr gutes Verhältnis, er war auch ein guter Berater und auch ein guter Freund. Und ich hatte immer gedacht, weil wir uns noch so die Hand gegeben hatten, habe ich gedacht, so, wir haben uns ja verabschiedet. Und das, was da im Sessel saß, da wusste ich sofort, und das ist dann so ein komischer Moment, egal wie man es ausdrückt, ob die Seele entschwunden ist oder wie auch immer, ich habe sofort gemerkt, das hat nichts mehr mit dem Menschen zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Ja, also nicht so unmittelbar, aber es stimmt. Eine Leiche ist nicht ein Mensch, das ist ein Riesenunterschied. Und dann ging ich davon aus, dass wir uns ja verabschiedet haben und dass ich nicht mehr trauern müsse. Und das war ein Trugschluss. Und das hat mich 2 Jahre später eingeholt, diese Trauer, die in mir war. Und die habe ich nie verarbeitet. Und das hat aber Gott sei Dank dazu geführt, dass ich mir Hilfe geholt habe und dass wir im Rahmen dieser Gespräche mit der Psychologin eben auch dem auf die Spur gekommen sind, was bei meinem Vater zu Hause früher los war. Dann habe ich so die älteren Mitglieder der Familie, auch eine alte Schwester meines Vaters, die habe ich alle noch mal befragt, wie war das denn früher bei euch zu Hause? Und so konnte ich langsam mir erklären, wie so mein Hintergrund ist, mein psychologischer Hintergrund. Also 2 Jahre danach heißt sozusagen nach dem Tode Ihrer Mutter dann, ne? Ja, und mit dem Tag, dass mein Vater starb, wurde meine Mutter dement. Und zwar sukzessive, jeden Tag so ein bisschen mehr. Was
aber in Ihrem Fall gar nicht so schlimm war. Es gibt ja Menschen, die an Alzheimer leiden und unausstehlich werden. Und bei meiner Mutter war es aber nicht so. Die wurde ganz gut gelaunt, immer vergesslicher. Also mich hat sie dann noch bis zum Schluss erkannt. Oder, aber wenn da so ein Bild in der Küche stand, immer so ein Bild von meinem Vater. Und den, da wusste sie dann irgendwann nicht mehr, wer das ist. Sie meinte nur, ah, schöner Mann. Ich muss Ihnen aber Folgendes vorhalten. Nach Ihrer Beschreibung in Ihrer Autobiografie wurden Sie bekocht, kannten Frittenbuden und Restaurants und waren das erste Mal 2010, das heißt mit 44 Jahren in einem Supermarkt. Erzählen Sie uns doch mal von diesem fantastischen Erlebnis, wenn man mit 44 das erste Mal in einen Supermarkt geht. Ja, stimmt, ein Wunderpunkt. Eigentlich war ich dann die nächsten 10 Jahre auch nicht mehr da. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich war im Aldi, das war mein erster Besuch. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das im Nachhinein, das klingt so übertrieben, es stimmt aber wirklich. Ich habe mal eine Gala gespielt, und zwar in Dortmund, Spielbank Hohen Sieburg, 25 Jahre. Und da gab es so, für die Künstler, die aufgetreten sind, gab es so Giveaways, und es gab unter anderem so Schlüsselanhänger, wo so ein Chip drin war. Und ich war damals mit meinem Tourmanager da, und der kannte mich natürlich schon ein paar Jahre, und der nahm dann diesen Schlüsselanhänger und meinte, wie findest du den so? Ja, sieht doch ganz gut aus. Und weißt du, wofür dieser Chip ist? Nee, wofür? Ja, den kann man in so einen Einkaufswagen stecken. Ich wusste ja nicht, wie ein Einkaufswagen funktioniert. Und es klingt jetzt so abgehoben, aber irgendwie, es hat sich immer so ergeben. Also zu Hause wurde ich verwöhnt, wie so ein Prinz. Und dann war ich ja viel auf Tournee mit Bands und so. Da wird man ja auch immer versorgt. Ja. So, und es bestand einfach keine Notwendigkeit. Ja, aber irgendwann begab sich das dann. Also ich biete Ihnen an, in meiner Begleitung gehen wir beide nochmal in einen Supermarkt. Ich kläre Ihnen da. Das Wichtigste ist, man muss immer in denselben Supermarkt gehen, weil du dich sonst tot suchst. Ja, das ist furchtbar. Wenn du das dann einmal weißt und dir einigermaßen merkst, dann geht es. Sonst ist es furchtbar. Da renne ich immer die Regale lang, dann muss ich immer die armen Verkäuferinnen belästigen. Fängt mal von vorne wieder an. Ja. Ja, ich war dann in diesem Aldi und Katrin aus Berlin, die ist heute hier, die war sogar dabei. War die einzige Frau, die beim Christi Himmelfahrt hab ich bei mir zu Hause zum Grillen eingeladen. So, und es kamen eigentlich nur Männer plus Katrin. Und ich hatte nur Bier gekauft, Bratwürste, Brötchen, fertig. So, und dann, Ketchup und Senf? Habe ich aber kurzfristig gedacht, ach so ein bisschen... Ketchup und Senf gab es nicht? Das wollte ich eben beim Aldi besorgen. Ja. So, also zum Aldi und guck mir die Marken so an, und da stand da so Mümmelmann Jachtbitter. Das ist der Jägermeister von Aldi, glaube ich. Und ich hatte aber schon in mehreren Bühnenprogrammen, hatte ich den Mümmelmann Jachtbitter, klingt ja auch lustig, hatte ich immer mal verwendet, und ich habe immer gedacht, das wäre eine Erfindung von meinem Autor gewesen, mit dem ich immer zusammen schreibe. Und dann war ich in diesem Aldi drin, so wie man ins Museum geht. Ja. Und war total begeistert. Also was ich nicht schön fand, war die Einrichtung. So ein Aldi ist ja doch eher kühl eingerichtet, also fand ich eine Frechheit. Und dann habe ich gesehen, ja, Mümmelmann Jachtbitter. Und dann kam ich an so einem Regal vorbei, da standen so kleine Eimerchen mit Kartoffelsalat. So, und wenn Sie mich damals gefragt hätten, was kostet wohl so ein Eimer Kartoffelsalat, dann hätte ich runtergerechnet, hätte ich gesagt, so, ich war im Restaurant, da kostet eine Portion, kostet, was weiß ich, 6 Euro, also kostet so ein Eimer 36 Euro. So. Das war mein Gedanke. Das klingt jetzt alles unglaubwürdig, aber ich schwöre, dass es stimmt. Und dann, auf jeden Fall komme ich zu so einem Eimer und sehe 1,59. Da habe ich 10 Eimer mitgenommen. Wirklich wahr. Dann hatten sie genug Kartoffelsalat. Das ging ja noch, weil jetzt kam ja diese Party und es ging nicht. Es blieben so 8 Eimer blieben über. Und meine Freundin kam aus dem Urlaub zurück und da stehen 8 Eimer Kartoffelsalat.
Und ich, was ist denn hier los? Ja, und dann, ja, ich war beim Aldi. Ich verbiete dir, in den Supermarkt zu gehen. Und dann war ich wieder lange nicht im Supermarkt. Und als ich jetzt nach Hamburg umgezogen bin und während der Pandemie hatte ich ja Zeit und bin dann von meiner Freundin jetzt langsam an daran. Und dann trat genau das ein, was Sie eben beschrieben haben. Man muss gerade als Anfänger immer in denselben Supermarkt gehen. Erstmal weiß man dann irgendwo, wo alles steht. Und die Verkäuferin gewöhnt sich langsam an ein. Ne? Und da habe ich mir irgendwann zu viel zugetraut. In Hamburg gibt es so einen ganz großen Edeka in der Rindermarkthalle. Also es gibt ja so hier und da mal diese riesen Edekas. Und da habe ich mir zu viel zugetraut. Da habe ich eine Dreiviertelstunde, der Wagen war komplett voll, weil ich verliere ja auch die Kontrolle. Und ach, das nimmst du jetzt auch noch mit. Und dann hatte ich nach einer Dreiviertelstunde meinen Wagen verloren. Und da steckte ja jetzt 45 Minuten Arbeit drin. Und dann habe ich gesucht und habe den aber Gott sei Dank dann irgendwann wiedergefunden. Und ich hatte einen Zettel von meiner Freundin und wenn dann so da steht, als nicht erfahrener Einkauf, steht da Waschmittel. Du denkst, ja gut, Waschmittel. Ja. Komm in den Gang, da steht alles voller Waschmittel. Ja. Und dann fragt man natürlich schon mal so, deswegen glaube ich ja, dass, also das, ob es das Parship ist oder Elite-Partner, Tinder und so weiter, könnt ihr alles vergessen. Supermarkt. Man kann schön fragen, ne, können Sie mir mal helfen und so, machen Frauen ja gerne, wenn sie einen hilflosen Mann sehen. Und das Schöne ist, man sieht ja schon bei der Frau, die einen berät, am Inhalt des Einkaufswagens, wie die so drauf ist. Ne? Wenn, sagen wir mal, so liegen Urkorn, halbe Packung. Ne? OB Mini. Ja. Ab wann wollten Sie eigentlich Profimusiker werden? Und erzählen Sie uns doch von Ihrer Schlagzeugkunst und der von Ihnen mit 15 Jahren mitbegründeten Band Kartoffelsalat. Stimmt. Jetzt muss ich sagen, so eine gewisse Nähe zum Kartoffelsalat. Ja, zum Kartoffelsalat war schon immer da. Ja. Das war aber eine Punkband. Ja, wir haben uns sogar, glaube ich, im Laufe des Abends noch umbenannt, wenn ich mich recht erinnere. Also was heute auch nicht mehr denkbar wäre, ich bin mit 13 bin ich zum ersten Mal gegen Geld öffentlich aufgetreten in der Band. Die anderen in der Band waren alle älter. Ey, da wird ja heute das Jugendamt gerufen und die Polizei. Und damals war es ganz normal. Im Gegenteil, auch das... Ich glaube, da könnte man meine Mitmusiker heute noch für verklagen. Sie sind ja Jurist. Ich habe ja jetzt juristischen Beistand. Ich saß mit 13 am Schlagzeug und kriegte zwischendurch mal so einen Schnaps gereicht. Ich weiß nicht, wer noch Persico kennt. So ein Getränk aus der Hölle. Das wurde, glaube ich, später verboten. Angeblich zu viel Blausäure. Naja, auf jeden Fall. Dann hatten wir irgendwann eine Punkband gegründet und genau, die hieß Kartoffelsalat und der Veranstalter war entsetzt, war absolut entsetzt, das Publikum war auch entsetzt und dann haben wir in der Pause haben wir uns überlegt, vielleicht sollten wir doch was anderes machen, lass uns ganz normalen Rock spielen und haben uns in der Pause umbenannt in Requiem. Übrigens, ich habe heute gerade einen schönen Witz über einen Anwalt gehört, der kommt... Ein Bürger zu ihm sagt, dann stimmt das, Sie nehmen für drei Fragen, also für die Beantwortung von drei Fragen 1.000 Euro? Ja. Finden Sie das nicht sehr teuer? Ja. Und was ist Ihre dritte Frage? Ja. Das fand ich beachtlich. Ja. Arbeiten Sie noch als Jurist? Ja. Ich habe zurzeit nur, ich bin jetzt 44, deshalb habe ich nur vier Berufe. Ich habe nur vier Berufe. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Moderator und Autor. Das reicht. Alles ehrbare Berufe. Ja, aber sehr verschiedene vor allem. Bevor ich es aber vergesse, ich habe auch noch eine weitere Frage an Sie. Und zwar, ich weiß gar nicht, zum Geburtstag von Angela Merkel oder so, Sie wurden mal interviewt zur Person Angela Merkel. Und da haben Sie sehr charmant geantwortet und auch sehr positiv geantwortet. Sie haben gesagt, es gibt drei sehr positive Seiten an Angela Merkel. Erstmal, dass sie offensichtlich nicht an persönlicher Bereicherung interessiert ist. Und überhaupt nicht eitel ist. Also erstaunlich wenig eitel, ja. Die Kanzlerin. Ja. Das Zweite war, dass Angela Merkel es versteht, im richtigen Moment zu grinsen und zu lachen. Und ich weiß aber nicht mehr, was das Dritte war. Ich auch nicht. Ach so. Aber was würden Sie sagen?
Nein, wissen Sie, es ist so, sie war natürlich eine Frau und musste ja diese Rolle gegenüber lauter Kerlen durchstehen. Das ist ja nicht so leicht. Das ist ihr ganz gut gelungen. Aber wenn Sie mich wirklich fragen, sage ich Ihnen Folgendes. Wir hatten nur drei Kanzler, die richtige politische Ziele hatten, egal ob man sie teilte oder nicht. Und wegen der Ziele war ihre Politik berechenbar. Die anderen haben im Wesentlichen verwaltet. Und das war Konrad Adenauer, das war Willy Brandt und Helmut Kohl. Die hatten Ziele. Und da wusstest du immer, aha, da will die hin, auch wenn du es nicht geteilt hast, und dadurch wurde die Politik berechenbar. Die anderen verwalten im Wesentlichen. Das heißt, sie leben von einem Tag zum nächsten Tag und wirken dann gelegentlich überfordert. Wie jetzt zum Beispiel die Bundesregierung bei so vielen Krisen. Das ist gar nicht als Vorwurf meine. Aber ich muss jetzt, es geht wieder um Sie. Also, meine Frage, wie kam es zur Band The Proll? The Proll, ja. Ja. Ich hatte, mittlerweile hatte ich schon eine Firma für Veranstaltungstechnik zu der Zeit. Und weil ich so ein bisschen die Schnauze voll hatte vom Musikerleben und ich auch viele Musiker habe abstürzen sehen und ich hatte jetzt auch keine Lust mit Mitte 60 mit irgendeiner Band noch durch die Gegend zu tingeln. Also wenn man kein Star wird, kann das ja auch ein sehr mühsames Geschäft sein und frustrierend. Ja. Und ich wollte aber nicht ganz auf die Musik verzichten und so hatte ich mit zwei anderen Musikern die Idee, die auch gute Musiker waren, aber die auch mehrere andere Interessen hatten, gerade kaufmännisch, haben wir gesagt, dann machen wir so ein Freizeitprojekt. Gitarre, Bass, Schlagzeug, ich war der Schlagzeuger. Und dann, so dieses Proll-Thema, das kam zu der Zeit gerade so auf, diese White Trash und so. Und dann haben wir gesagt, der Begriff Proll ist gerade in aller Munde, dann nennen wir uns die Prolls. Später dann diese Prolls, da haben sich viele Moderatoren oft gefragt, warum diese Prolls. Damals lief diese Drombusch noch im Fernsehen. Und deswegen haben wir uns diese Proll dann genannt. Das war ein ganz lustiges Projekt. Wir haben erstmal so auf Privatveranstaltungen und ein paar Galas gespielt und auch für relativ kleine Gage. Wir wollten einfach nur unsere Kosten bezahlt haben. Das Projekt wurde dann nur irgendwann erfolgreich. Wir hatten eine CD gemacht, die verkaufte sich ganz gut. Wir sind bei vielen großen Festivals auch aufgetreten. Und so langsam nahm das richtig Fahrt auf. Die anderen beiden hatten schon ihren Job aufgegeben. Und ich mochte aber meinen Job und bin dann immer so im letzten Moment zu den Veranstaltungen gekommen. Meistens, wenn es 8 Uhr losging, war ich 5 vor 8 da. Und nach dem letzten Ton auch der erste, der wieder verschwunden war. Aber das war schon eine wilde Zeit. Und als es so richtig abging mit dem Erfolg der Band, haben wir uns so zerstritten, dass wir uns aufgelöst haben. Schade. Viele Jahre spielten Sie ja bei Discos, Schützenfesten, verdienten gut und hatten viele so Nebenjobs. Was waren das für Jobs, die Sie da nebenbei immer noch so ausübten? Ich war einerseits war ich ein Leben lang technisch interessiert, das heißt so, ich konnte alles Mögliche auch reparieren. Auf der anderen Seite hatte ich eine ganz gute Klappe so am Kopf und hatte anscheinend auch ganz gutes Verkaufstalent. Habe ich hier und da mal für verschiedene Vertriebsfirmen und verschiedene Hersteller auf Messen Jobs angenommen, habe da ein bisschen was verkauft und so bin ich dann ja auch tatsächlich von der Musik erstmal weggekommen und in den Verkaufsjob gegangen. Sie arbeiteten ja dann aber auch vorher schon als Tontechniker und nicht mehr als Musiker. Ist genau. Ja auch komisch. Man bläst Instrumente oder spielt Schlagzeug und plötzlich steht man hinten, macht die Technik und sagt, lass die das mal machen da. Naja, der Vorteil war, ich bin dann auf die Tontechnik gegangen, ich musste nicht mehr proben, musste mir keine neue Nummer mehr reinziehen, bin zum Job gekommen, hab ja mit dem Zeug gehandelt, also mit Mischpulten, mit Scheinwerfern und so weiter und hatte ja irgendwann auch eine so eine mittelständische Firma für Installationstechnik. Mein letztes Projekt war ja hier in Berlin, wir sind eben noch dran vorbeigefahren, das SPD-Bundeshaus, die Parteizentrale der SPD, das Willy-Brandt-Haus. Und das hat mir den letzten Nerv geraubt. Das war eine Nummer zu groß für mich einfach. Ich hatte einen riesen Auftrag. Ich habe da die gesamte Veranstaltungstechnik gemacht, Spezialbeleuchtung, Beschallung, Videotechnik, Bühnenzüge und so weiter. Das war ein riesen Auftrag.
den ich damals bei der Ausschreibung bekommen hatte. Ich stand in Wettbewerb mit Siemens und Philips und habe mich auch wieder große Sieger gefühlt, als ich den Zuschlag kriegte. Aber das dann umzusetzen, das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich absolut überfordert war und teilweise wochenlang schon gar nicht mehr gesprochen habe, um das irgendwie zu wuppen. Und ich weiß, am 10. Mai 96 war Einweihung durch Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine. Das war auch eine Einweihung. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der fix und fertig war da mit der Welt. die ganze Presse war da. Und es gibt ja diese Glasaufzüge, zwei große Glasaufzüge. Und die Dramaturgie war, der Parteivorsitzende kommt aus dem siebten Stock mit einem Glasaufzug runtergefahren, geht auf die Bühne und großer Applaus und dann wird es offiziell eingeweiht. Für mich war der Tag ganz gut, weil das war das Ende meiner Leidenszeit, weil durch Inbetriebnahme ist es eine Abnahme und somit war für mich ein Haken dran. Ich musste diesen Termin erreichen, damit das Projekt endlich beendet wurde. So, es gab aber andere Firmen, die ja auch viel technische Probleme noch hatten und Oskar Lafontaine, trauriger Hintergrund nach dem Messerattentat auf ihn, hat er manchmal eben so Ängste in engen Räumen. Jetzt ist er mit seinem Personenschützer oben in diesen Aufzug eingestiegen, alles guckt schon, Kameras drauf und der Aufzug bleibt mittendrin stehen. Und ich als jemand, der auch wollte, dass irgendwie die Technik funktionierte, konnte so ein bisschen mitfühlen, nur der kriegte langsam eine Panikattacke, der im Aufzug. Also wenn ich es jetzt so erzähle, ist es überhaupt nicht schön. Also, irgendwann fuhr der Aufzug ja auch wieder. Und aber auf jeden Fall an dem Projekt hätte ich mich fast komplett verschluckt und dann wäre ich auch so pleite gewesen, dass ich für Jahre nicht mehr auf die Beine gekommen wäre. Aber es ging gerade noch mal gut. Aber noch heute, wenn ich da vorbeifahre, habe ich Schweißausbrüche. Nicht zweimal, dreimal. Ja. Ich habe gedacht, das kostet dann Geld, wenn der Jurist dann ist. Erzählen Sie uns mal von einem Konzert. Die Band hatte sich aufgelöst und Sie standen Mutterseelen allein. Nicht vor 300, sondern vor 10.000 Menschen. Lampenfieber ist wahrscheinlich überhaupt kein Ausdruck für die Angst, die man in einer solchen Situation spürt. Oder waren Sie souverän? Ja, ich hatte noch nie Lampenfieber. Das kommt aber wahrscheinlich daher, wenn man in so einer Musikerfamilie aufwächst, dann steht man eh von klein auf irgendwelchen Bühnen. Die Band hatte sich aufgelöst, wie ich eben beschrieben habe, die The Proll. Und dann gab es noch alte Verträge. Die meisten konnte das Management so wegbügeln. Und damals war die große Comedy-Nummer in Deutschland war Rüdiger Hoffmann. Hier, ja, hallo erstmal und so. Die Band hatte sich aufgelöst und wir hatten ja hier und da auch schon auf Comedy-Veranstaltungen gespielt. Auf jeden Fall die Band gab es nicht mehr, aber es gab noch einen Vertrag mit dem NDR und es gab eine Veranstaltung während der Kieler Woche vom NDR, die Bühne. Mein Manager hat mir das so verkauft, fahr du doch dahin. Die Band gibt es zwar nicht mehr, aber du hast ja jede Menge dumme Sprüche im Gepäck. Du machst das schon. Da stehen 300 besoffene Segler, das kriegst du schon irgendwie hin. Ja, Kieler Woche. Ne? Und ich wollte auch gar nicht, aber er sagte, es gibt 5.000. Ich denke, bevor jemand anders mit meinem Geld da abbaut, fahre ich lieber hin. Und ich habe einen früheren Musikkollegen angerufen, der auch so alle möglichen Instrumente spielen kann. Wir hatten Jahre keinen Kontakt. Micha, hast du morgen Zeit? Ja, was ist denn los? Ja, du spielst in Kiel auf der Bühne. Ach so, ja gut, alles klar. Ich hole dich mittags ab, dann fahren wir nach Kiel. Ja, alles klar. Später am Abend rief er nochmal an und fragte, welches Instrument? Ja? Ich sage, du hast doch diese Tischorgel, nimm die mal mit. Ja gut, alles klar. Dann kommen wir da an. Und ja, von wegen 300 besoffene Segler, 10.000 Menschen vor der Bühne, die quasi The Proll als Hauptact, die gab es ja gar nicht mehr, das wusste der Veranstalter, also NDR wusste das aber gar nicht, mit Vorprogramm und allem, riesen Videoleinwände und ich komme da an und der Veranstalter sagt, ach schön, dass du da bist, wo sind die anderen? Ja, wir haben das Konzept so ein bisschen geändert. Ich bin ganz alleine. Wie, du bist alleine? Ja, ich habe noch einen Organisten dabei. Bist du wahnsinnig? Ja, und wir hatten ja, da war schon so Marshall-Türme, das war alles aufgebaut, da stand ja alles in den Verträgen drin. Und dann im Vorprogramm spielte Käthe Lachmann und ich bin dann zu ihr in die Garderobe und gesagt, wenn du etwas mehr machen willst, kein Problem.
So, und ich musste eine Stunde und dann bin ich auf die Bühne und da hatte ich aber Glück an dem Abend. Wie so oft im Leben hatte ich Glück. Und zwar war das so eine laue Sommernacht. Die Sonne ging langsam unter, alle wollten und dann bin ich auf die Bühne. Und immer, wenn mir nichts mehr einfiel, habe ich irgendeinen Schlager gesungen mit dem Organisten zusammen. Und das war richtig schlecht, aber die Leute dachten, das wäre das Konzept. Und ich habe dann aber so alle Witze, die ich von meinem Vater kannte, habe ich rausgehauen. Und es ging richtig gut. Die Leute waren begeistert, waren total begeistert. Ja, dann komme ich von der Bühne und dann stand der Funkhauschef vom NDR, stand da schon und alle standen da. Super, das ist ja viel besser als weiter. Super. Und die wussten natürlich alle nicht, wie viel Glück ich gehabt hatte. Dann kam der Funkhauschef und meinte, wir machen so eine Comedy-Tour vom NDR, 18 norddeutsche Städte und Götz Alsmann moderiert und wir haben schon die 4 Acts dabei, aber wenn du zusagst, schmeiß mal einen Act raus und nimm dich mit. Und ich hatte Zeit, weil ich ja in der Zwischenzeit meine Firma schon verkauft hatte und ich wollte ein Sabbatjahr machen, ich wollte ein Jahr mal gar nichts machen. Und dann bin ich mitgefahren, 18 Termine in 3 Wochen. Wir haben 18 Auftritte gehabt und 21 Aftershow-Partys. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So. Und das Beste war, es war ja für alles gesorgt. Mittagessen, Hotels, Abendessen, Getränke. So nach 3 Wochen hatte man Spaß gehabt, man hatte zwar dicke Augen, aber es gab auch noch Geld. Und dann habe ich gedacht, ach, so kann man auch sein Geld verdienen. Dann bin ich jetzt Komiker. Ja. So hat sich das ergeben, ja. Ich frage das mal gleich. Sie wollten noch was? Achso, ja, und dann hatte ich überlegt, wie Vertrieb ging, wusste ich ja. Ich war ja ein relativ guter Verkäufer gewesen. Und dann habe ich gedacht, wie willst du jetzt, also nach dieser Tournee, das hat mir alles gut gefallen, und dann, wie kommst du ins Geschäft? Und damals der heilige Gral, das muss dann so Ende 96 war das, ja, der heilige Gral in der deutschen Comedy war RTL Samstagnacht. Mit Mirko Nonchef, der ja leider tragisch verstorben ist, und Esther Schweins und Wiegald Boning, Olli Dietrich und so. Und man, es gab keine Chance, da reinzukommen. Da ich aber alter Vertriebler war, ich dachte, wie machst du es denn? Und dann habe ich bei einer Veranstaltung die Sekretärin von Marc Conrad, der war damals der allmächtige Programmchef von RTL, kennengelernt und habe gesagt, so, wir gehen doch jetzt mal essen nächste Woche, oder? Ja. Die wusste ja noch nicht, was ich vorhatte. Hm. Ich auch noch nicht genau. Aber ja, dann war ich mit der Essen und hatten wir ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Und dann ging die mit mir, dann bin ich Woche drauf wieder hingefahren zum Mittagessen. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, sie da so ein bisschen zugebracht, dass sie sagt, wieso bist du eigentlich nicht bei uns in den Sendungen bei RTL? Ja, weiß ich auch nicht. So. Ach, wir gehen mal durchs Haus, sagte sie dann. Und dann gingen wir so durch RTL und dann sagte sie so in jeder Abteilung, so ab jetzt ist der Atze dabei, ist der Atze dabei. Und dann Hugo Egon Balder war ja der Produzent von RTL Samstagnacht und Jackie Drexler war so der kaufmännische und halbinhaltliche Produzent. Und dem sagte sie auch, hier, das ist Atze Schröder, der ist ab jetzt ist er einmal im Monat bei RTL Samstagnacht. Der hat getobt vor Wut natürlich, aber was sollte er machen? Dann kam der erste Auftritt bei RTL Samstagnacht und ich hatte mich gut vorbereitet zu Hause, dachte, ich hätte die geniale Nummer. Und bei RTL Samstagnacht war es damals so, es konnte eigentlich gar nichts passieren. 120 Leute im Publikum und man kriegte keine Karten. Das heißt, alle, die da waren, waren sowieso begeistert, dass sie auf irgendeinem Weg Karten bekommen hatten. Ich hätte auch 2 Kopftöpfe einfach zusammenschlagen. Die wären begeistert. So, ich spiele meine Nummer, 5 Minuten, mache meinen Stand-up, leidlich gut. Zu Hause 30 Mal geprobt, die Nummer vorm Spiegel. Ja, und das Publikum begeistert. Und ich gehe schon in die Garderobe, mache mich quasi bereit für die Siegerehrung. Und ja, meine ganze Karriere, ich sah meinen eigenen Stern schon aufgehen. Ne? Ergriffen von mir selbst, saß ich in der Garderobe. Da kommt Hugo Egon Balder rein, macht die Tür zu, holt sich einen Stuhl ran, setzt sich zu mir, legt mir den Arm so um die Schulter und sagt, Junge, ich gebe dir einen guten Rat, lass es. Das du hast null Talent. Das war noch eine Frage, die ich Ihnen später stellen wollte. Ach so. Wie haben Sie das verkraftet? Waren Sie dann wirklich, man kann ja dann auch runter sein, weil man denkt, der ist ein Profi, der kann das besser einschätzen. Man kann aber auch denken, der sieht eher eine Konkurrenz. Ja, Goethe hat ja mal gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel. So. Und ich wusste ja nichts. Das heißt,
meine Hybris speiste sich aus meiner Dummheit. Und ich habe, also das Erste, was ich gedacht habe, war, der Mann, der hat ja null Ahnung zu Hugo. Und das Zweite, Hugo hatte noch gesagt, es gibt schon so wie Stand-Up in Deutschland, der Kuchen ist verteilt. Und ich habe gedacht, ja, da müssen halt zwei aufhören. Heute hätte ich mehr Bedenken. Ja. Warum entschieden Sie sich für den Zivildienst und damit gegen die Bundeswehr? Hatte das auch mit Ihrer Familie zu tun? Oder? Ja, das hat mein Vater mir tatsächlich von klein auf eingebläut. Das war die Sache, die ihm sehr, sehr wichtig ist. Du musst mir schwören, dass du niemals in deinem Leben eine Waffe in die Hand nimmst. Geh lieber das in den lag Knast. An seinen Erfahrungen. Ja, der wollte auf keinen Fall, dass sein Sohn irgendwann eine Waffe in die Hand nimmt. Und er meinte auch, dann gehst du lieber in den Knast, wenn sie dich zwingen. Ja, und deswegen war es von vornherein nie eine Idee, tatsächlich zur Bundeswehr zu gehen. Sie haben ja schon erzählt, dass Sie Vertriebsmitarbeiter wurden bei einer japanischen Firma. Das heißt, das haben Sie noch nicht erzählt, für Kommunikationselektronik und dann auch für Bühnentechnik zuständig waren und dass Sie dann als Bezirksverkaufsleiter tätig wurden, ein Unternehmen gründen und ja auch ziemlich erfolgreich waren als Unternehmer. Aber meine leicht tiefenpsychologische Frage lautet, haben Sie einen Ausweg gesucht, weil Sie sich nicht sicher waren, dass Sie als Künstler wirklich den Erfolg schaffen und sich gesagt haben, das ist viel sicherer, wenn ich sowas zumindest auch mache und machen kann und davon leben kann? Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich der Grund. Ich habe in meiner Zeit als Musiker, aber auch bei meinem Vater in dem Umfeld, ganz viele Künstler abstürzen sehen. Und auch sehr viel verarmte Künstler erlebt. Und deswegen war immer auch so eine gewisse Angst in mir, im Alter arm zu sein. Und das hat auch immer mitgeschwungen bei allen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Da muss ich auch ganz offen sagen, dass mir Geld verdienen auch wichtig war. Genau aus diesem Grund, im Alter nicht arm zu sein. Und mein Vater hat auch eine sehr, sehr kleine Rente, weil da auch nie eingezahlt wurde. Das ist ja das, was wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren verschärft erleben, viele so Altersarmut. Und ja, also diese Angst hatte ich doch immer schon im Nacken, das stimmt. Ab 1995 arbeiteten Sie als Comedian, zunächst im Schmidt-Theater Hamburg. Wie fanden Sie den Weg zu diesem Theater und was spielten Sie dort in der ersten Zeit? Ich würde gerne direkt darauf antworten, aber ich muss wirklich, ist mir ein Anliegen, wenn ich darf, mal eben eine Geschichte erzählen, weil wir ja gerade auch Autogramme geschrieben haben. Vom Signieren. Ja, kriegen Sie nicht eine Sehenscheidentzündung? Ach so, wie sagt mein Vater, irgendwas kann jeder gut. Nee, ich nicht. Wissen Sie auch, warum nicht? Weil ich ja so einen kurzen Namen habe, Gregor Gysi. Wenn ich natürlich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hieße, dann wäre ich am Ende meiner Kräfte. Was ja eh schon nicht einfach ist, ne? Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zu sein. Ich habe im Zentro, zum Wohl, im Ruhrgebiet, im Zentro in Oberhausen, ist so ein großes Einkaufszentrum, gab es die Atze Schröder Autogrammstunde. So, und Zentro Oberhausen, da fahren so die hin, auch schon wieder wo, Spruch von meinem Vater, da fahren die hin, wo es so viele von gibt. So. Dann sitzt man also da und ist echt freiwillig. Da kommen Leute, die, also es ist lange Schlange, anderthalb Stunden Autogrammstunde. Und dann Ruhrgebiet, das heißt, es wird auch nicht Bitte und Danke gesagt. So, und dann kommt ein Typ, also so ein 2-Meter-Bär, und sagt, du schreibst mal eben hier für meinen Sohn Maurice. So. Und Sie kennen das, wenn man schon lange Autogramme und man will die Namen auch nicht falsch schreiben. Und das ist so, als wenn man 100-mal Tapete sagt, wenn man dann ein paar Mal. So, und bei Maurice war ich mir jetzt nicht, ich wollte es auf keinen Fall falsch schreiben. Ich sitze also da, schaue diesen Bär von Mann an und sage, wie schreibt man nochmal Maurice? Er guckt mich an und sagt, ich frage mal eben meine Frau. Ja. Und da wusste ich, ich bin wieder im Ruhrgebiet. Entschuldigung, aber... Nein, das ist eine schöne Geschichte. Aber jetzt erzählen Sie mal, wie Sie nach Hamburg kamen, ans Theater. Und was Sie da zuerst gespielt haben. Ich habe ja eben von dieser Band erzählt, von diesem Freizeitprojekt letztendlich, was als Freizeitprojekt gestartet ist, diese Proll. Und wir waren bekannt dafür, egal welche Party, wir spielen die entsprechende Musik. Wenn, also wir konnten auf einer Schlagerparty spielen, wir konnten aber auch Techno.
Und wir haben einfach gespielt. Aber was bei Beerdigung nicht, oder auch? Ich bin jetzt, so weit haben Sie mich schon, dass ich tatsächlich überlege, ob ich mal auf einer Beerdigung gespielt habe. Ja. Aber ich glaube wirklich nicht. Nein. Vielleicht so, mein erstes Instrument war ja Zugposaune. Von daher so ich hatte einen Kameraden, wird ja gerne mal auf Beerdigung gespielt. Und ich glaube, das würde ich noch hinkriegen. Aber ich wurde Gott sei Dank nie gefragt. Diese Band war universell einsetzbar. Und damals gab es im Schmidt-Theater in Hamburg die Mitternachtsshow. Schmidt-Mitternachtsshow, die später im NDR noch so zu Kultstatus gekommen ist mit Lido Wanders und Frau Jaschke und so weiter, Marlene Jaschke. Und im Schmidt-Theater gab es eben am Wochenende immer diese Mitternachtsshow und da fiel der Moderator aus und dann wurden wir als Act gefragt, könnt ihr das nicht machen? Könnt ihr ein bisschen Musik machen? Und zwischendurch erzählt er ein paar Geschichten, ihr redet, euer Schlagzeuger, also ich, der redet doch eh immer so viel. Dann macht das doch mal. Ja, und dann sind wir dahin und sind da aufgetreten und das Publikum hat sich schon gebogen vor Lachen, als wir auf die Bühne gingen. Wir hatten noch gar nichts gemacht. Und, also die haben über uns gelacht, weil wir so komisch aussahen. Und dann, und ich weiß noch, unser damaliger Bassist Amaretto, der war sehr behaart. Eigentlich hieß er Klaus, aber ich hatte den, weil er immer so viel Amaretto trank, hatte er von mir den Spitznamen Amaretto gekriegt. Und der war immer sehr behaart und zog immer so Hemden an, die so bis hier ausgeschnitten waren. Und er sah immer so ein bisschen aus wie Costa Cordalis. Und dann hatte er, weil er so stark behaart war, nahm der oft so Wolle und steckte sich vorm Auftritt so Wolle da rein und ging dann so in die erste Reihe mit dem Bass um und packte immer so rein und schmiss dann so die Wolle. Man sieht auch heute noch eine gute Nummer. Und dann, auf jeden Fall, wir haben dann abends gespielt und das Publikum stand Kopf. Nicht, weil wir besonders gut waren, aber es die richtige Band oder der richtige Act zur richtigen Zeit. Und dann haben die uns gleich für einen ganzen Monat engagiert. Und das war echt ein lustiger Monat. Wir sind mit der Gage, haben es meistens nicht bis zum Hotel geschafft. Wir mussten so einmal über den Kiez und wenn wir im Hotel waren, dann waren die Taschen schon wieder leer. Aber es war echt eine schöne Zeit. Und so kriegte ich dann Kontakt mit der Comedy-Szene. Und damals fuhren auch viele Fernsehleute in die Schmidt-Mitternachtsshow, um so Nachwuchstalente zu entdecken. Und dann wurden wir da gefragt, habt ihr nicht Lust, auf dem Köln Comedy Festival zu spielen? Damals gab es den Comedy-Preis noch gar nicht, aber so in Köln Comedy Festival, da wurde man dann von den Sendern gesehen und so sind wir dann so ein bisschen in die ganze Szene reingestolpert. Ja, deswegen war das. Sie haben dann oder hatten und haben dann eine Erfolgslaufbahn hingelegt. Sie machten Touren durch Norddeutschland, dann durch ganz Deutschland, nahmen am Comedy Festival in Köln teil, hatten regelmäßige Soloprogramme. Dazu drei Fragen. Wie unterscheidet sich das Imperium schlägt zurück. Ja. Moment, das Norddeutsche vom Süddeutschen und das Ostdeutsche vom Westdeutschen Publikum? Sehr gute Frage. Also, wenn man im Norden und Berlin kann man sehr viel Härte vertragen im Programm. Den Berlinern kann es ja auch nicht hart genug und auch schnell sein. Ich will mal sagen, so, je weiter man gen Süden kommt, desto langsamer muss man sprechen. Ja. Und es darf auch nicht mehr so hart sein. Und wenn ich so, sagen wir mal, Österreich geht noch, aber wenn ich in der Schweiz spiele, da muss man ja immer mal oder fragen. Ne? Und ich habe uns so am langsamsten, die langsamen der Schweizer sind dann die Berner. Wenn man da in Bern spielt, Die waren entsetzt, wirklich entsetzt. Da standen Leute vor der Garderobe, die mir wirklich auf die Fresse hauen wollten. Und wie kann man so hart sein, oder? Und dann, dies oder klingt ja immer, als wäre es eine Frage. Ne? Die Polizei hat mich angehalten, das Auto bleibt jetzt mal hier stehen, oder? Ich sage, nee, wenn Sie mich so fragen, dann, nein, das bleibt stehen, oder? Nein, ich nehme es mit, oder? Ja, und aber es waren ja, wenn man jetzt gen Osten kommt, ja. Dresden, Leipzig, so Rostock und Schwerin, funktioniert ähnlich wie Hamburg, würde ich sagen. Also, klingt ja auch fast wie in Hamburg.
Man ist sehr im gesprochenen Wort interessiert und das ist schon, das ist echt toll. Gerade wenn man sich viel Mühe gibt mit dem Programm und viel Wortwitze auch drin hat und so. Ich bin angefangen in einem der, ich würde jetzt mal sagen, ein Tempel des Kabaretts in, wie heißt der, in Leipzig? Leipziger Pfeffermühle. Pfeffermühle. Die haben aber auch erst, als ich da so auflief und ich hatte damals noch so einen Riesenverstärker auf der Bühne stehen, die haben auch gedacht, der nimmt gleich Geiseln. Und, aber da bin ich angefangen. Und da habe ich aber relativ schnell festgestellt, in Leipzig, Dresden, auch in Cottbus, dass sehr viel, dass sehr aufmerksam zugehört wird und dass auch so hinterher, nach der Veranstaltung, dass gerne noch über das Programm diskutiert wird. Das hat mir mal gut gefallen. Also das sind so die unterschiedlichen Mentalitäten, würde ich sagen. Hat man bei erfolgreichen Tourneen immer Angst vor dem Tag, wo der Erfolg plötzlich ausbleibt, weil man sagt, das kann ja nicht immer so weitergehen? Ja, ich habe am Anfang, also dies ist ja so eine Bühnenbrille, ja. Die hat ja keine Stärke. So, zu der Brille komme ich noch. Wenn ich die erste Lesereise, die mal mit meinem ersten Roman und dann kam Ute, da bin ich auf Lesereise und Gott sei Dank hat mein Tourmanager eine Woche vorher gesagt, sag mal, du weißt schon, dass du das gar nicht lesen kannst durch die Brille. Stimmt. Da brauchte ich erstmal eine Gleitsichtbrille, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber ich weiß, dieses Brillengestell, und zwar genau dieses, das war am Anfang ein Geschenk von einem Fan und der hatte, da waren so ganz dicke Gläser drin, weil sein Bruder fast, ich würde mal sagen, der war blind. Ne? Mit den Gläsern konnte man seinen eigenen Hinterkopf sehen. Und ich habe, um jetzt die Frage zu beantworten, ich habe das erste Jahr diese Investition gescheut, da andere Gläser reinzumachen, weil die sind ja relativ teuer, weil ich gedacht habe, in einem Jahr ist das sowieso vorbei. Ich habe nie gedacht, das sind jetzt 28 Jahre, diese Comedy-Karriere, und ich habe gedacht, naja, komm, ein, zwei Jahre, machst dir einen Spaß daraus, dann hast du eine schöne Zeit und dann suchst du was Neues. Aber ich habe nie gedacht, dass es drei Jahrzehnte werden. Wie ist denn heute... Wie ist denn heute Ihre Beziehung zu Hugo Egon Balder, der am 30.10. mein Gast war? Das würde mich interessieren. Manchmal passiert es ja, dass man sich danach mag, aber manchmal... Ja, wir sind mittlerweile gut befreundet und er hat auch schon die ein oder andere Laudatio auf mich gehabt. Ja. Erzählt er dann auch immer die Geschichte? Ja, er erzählt die Geschichte noch lieber als ich. Ja. Und ich war ja letztens, gab es ja noch mal wieder eine RTL Samstagnachtsendung. Ja. So einerseits zu Ehren von mir. Wo ja alle noch mal da waren. Ne? Und genau, und das war so das große Wiedersehen, große Samstagabendshow. Und da hat er im Vorfeld auch diese Geschichte noch mal wieder erzählt. Mhm. Und wir können beide mittlerweile gut drüber lachen. Als Sie eben etwas erzählt haben, fiel mir ein, was meine Mutter mir erzählt hat, als ich 14 war. Das ist dann also jetzt 60 Jahre her. Und das ist interessant, da sagte die mir, es gibt ein fantastisches und ein furchtbares Europa. Und was ist das? Ja, in dem fantastischen Europa kommt die Organisation und Planung aus Deutschland, die Polizei aus Großbritannien, die Technik aus der Schweiz, die Liebe aus Frankreich und die Küche aus Italien. Sag ich, und im furchtbaren Europa? Na, in dem furchtbaren Europa kommt die Polizei aus Deutschland, die Küche aus Großbritannien, die Technik aus Frankreich, die Organisation und Planung aus Italien und die Liebe aus der Schweiz. Sehr gut. Ich hatte auch Schweizer Vorfahren und weise das entschieden zurück. Ja? Können Sie sich noch an Ihren ersten Fernseher Auftritt erinnern und wie der verlief? Das hatte eigentlich gar nichts mit Comedy zu tun, nur das war bei Bärbel Schäfer und ich kannte jemanden aus der Redaktion und es gab Geld, sagen wir es mal so. Sie suchten irgendjemanden, es ging um Hooligans. Und sie suchten irgendjemanden, der so, da saßen jede Menge Hooligans in der Reihe und sie suchten jemanden, der so ein bisschen dagegen hielt. Ich habe mir tatsächlich einen Anzug angezogen, damit ich so ganz anders daherkomme. Und dann werde ich nie vergessen, habe ich den ersten Hooligan, die feierten das ab, so dieses Hulen und sie gegenseitig verprügeln. Und meine erste Frage war dann an einen der ganz harten Hooligans da, wäre es denn nicht eine Alternative, einfach mal freitagsabends mit Anlauf vor so eine Betonwand zu laufen?
Und das haben die mir echt übel genommen. Da musste ich hinterher sehen, dass ich aus der Sendung wegkam. Und das Zweite war, da weiß ich auch nicht, warum ich mich dazu habe breitschlagen lassen. Das waren meine beiden ersten Fernsehauftritte bei Bärbel Schäfer. Es ging um Alkohol, natürlich die Gefahren von Alkohol. Und sie suchten jemanden, der sich da hinsetzt, auch im Anzug, und Alkohol einfach verteidigt und sagt, das ist einfach die super Sache und es ist gesund. Ja, und die Aufgabe hatte ich. Ich saß da und habe dann, Gott sei Dank ist das verschwunden. Und dann mit der Band, der erste Auftritt war bei Thomas Koschwitz. Thomas Gottschalk hatte mal eine Late-Night-Show und der pausierte im Sommer. Und Thomas Koschwitz machte die Vertretung, die Sommervertretung. Mhm. Die wurde dann nachher so erfolgreich, dass sie, glaube ich, Gottschalk dann abgesetzt haben und Koschwitz hatte dann plötzlich eine Late-Night-Show. Ja, das war der erste Auftritt so in Sachen Comedy dann. Sie machten Kinofilme wie 7 Zwergemänner allein im Wald, zusammen mit Otto Walkes. Meine erste Frage, wie war und ist Ihre Beziehung zu Otto Walkes? Ach, ganz gut. Also erstmal habe ich ihn immer bewundert, wie wir, glaube ich, alle. Und kannte, jeder Komiker kennt, glaube ich, auch alle Platten und alle Bücher von ihm auswendig. Ja, und wir haben uns dann so über die Zeit auch angefreundet, kann man schon sagen, ja. Mein Lieblingsspruch von ihm war, einen habe ich noch. Und dann sagt er, Moment, das Wasser trübt, die Luft ist rein, Franz Josef muss ertrunken sein. Achso, über Strauß dann. Ja, klar. Ja. Und ich musste rechts ranfahren. War noch zu DDR-Zeiten, weil ich vor Lachen nicht mehr Auto fahren konnte. Ja, ja. Also was hatte er immer drauf. Ich habe mal Ingo Insterburg gesehen, als Strauß versuchte, Kanzler zu werden, zog Ingo Insterburg für die SPD durch alle möglichen Säle und fing seinen Vortrag an mit, also damals wurde ja, also die einen waren für Strauß, Gott sei Dank nicht so viele, und die anderen waren wirklich religiös fast dagegen. Und er war natürlich auch dagegen und saß auf dem Bild und fing seinen Vortrag an mit, Franz Josef Strauß möchte Kanzler werden. Nun, wer möchte das nicht? Und dann hatte er das Publikum schon für sich eingenommen. Ja. Wie war und ist Ihre Beziehung zu Nina Hagen und auch zu Cosma Schieberhagen? Ha! Ja, also in dem Sieben Zwerge... Dass Nina Hagen nicht ganz leicht ist, weiß sogar ich. Ja, aber in der ganzen Konstellation gab es jemanden, der noch viel komplizierter war. Und zwar Heinz Hönig. Ja. So. Der kommt dann. Ja. Vielleicht kann ich den gleich mitverarbeiten. Machen Sie gleich mit, ja. Dann können Sie noch Boris Aljinovic auch noch gleich mitmachen. Ja, könnte ich machen. Also, aber zu dem habe ich keine besondere Geschichte. Ich war ja der Hofnarr in dem Film. Der zum Schluss, wer kriegt die schöne Prinzessin zum Schluss? Der Hofnarr. Und ich, aufgrund der Foltermethode in dem Film, hatte ich ja dann auch erst Locken. Ich habe ja die ganze Zeit eigentlich mit glatten Haaren gespielt. Als Hofnarr musste ich ja immer für die Königin Nina Hagen. So, es gab, man muss sich vorstellen, Heinz Hönig, ich erzähle das jetzt einfach mal, was sollen wir drum herum reden. Er hatte zu der Zeit viel Alkoholprobleme und hat auch gerne mal am Tisch gerochen. Und das hat er, glaube ich, selber auch schon zugegeben. So. Und ne, wie Schauspieler so sind, der kam dann nachmittags da an zum Dreh und war nervös. Ich bin dadurch entschuldigt, weil er ein Typ ist. Wenn man mit dem redet, muss man ein Bier trinken, anders geht das gar nicht. Ja, ja, ja. Und er war nervös, kommt nachmittags und sagt, was ist das für ein Drehbuch? Können wir halt so nicht spielen, das muss geändert werden zum Regisseur Sven Unterwald. Das muss, und dann hielt er sofort den ersten Hummel mal ein Bier, das war, glaube ich, mittags. So, und dann hat er ein paar Bier getrunken, da wurde der Text geändert. Abends wurde er natürlich genauso gespielt, wie es im Original ist. Egal. Heinz Hönig war zu der Zeit so kaputt, dass er sich keinen Satz mehr merken konnte. So, und dann haben wir quasi die große Abschlussszene gedreht. Also, der König, gespielt von Heinz Hönig, die Königin Nina Hagen, die Tochter, also Prinzessin Cosma Schieferhagen, und der Hofnarr, weil die Prinzessin sich ja in den Hofnarr verliebt hatte. So, wir fingen nachmittags um 4 an zu drehen. Und das war relativ wenig Text. Und wir stehen da so, dann dauert es erstmal, bis Nina Hagen erschien. Da hieß es, wieso ist sie nicht hier, warum ist sie noch nicht aus der Maske raus? Ja, weil die noch gar nicht in der Maske ist. Ach so, warum ist sie nicht in der Maske? War in dem Kostüm, war eine Faunfeder verarbeitet und sie fühlte sich beobachtet von dieser Faunfeder. Es wird noch schlimmer, es wird noch viel, viel schlimmer.
Die war die vernünftige an dem Tag, doch. Irgendwann war es dann soweit, die Prinzessin war auf Super Beauty geschminkt, sieht ja eh toll aus, kostet mal schiefe Haare. So, ich stand dabei als Hofner und irgendwann fangen wir an zu drehen. Und dann Heinz Hönig musste so einen ganz einfachen Satz nur sagen, sowas wie, hallo mein liebes Volk, seid gegrüßt, ich bin's, euer König. Ja, das ist ja zu bewältigen. Ja. Wir fangen an zu drehen, dann irgendwann, um 4 soll es losgehen, um 8 fangen wir an zu drehen, dann endlich waren alle soweit, die Kostüme saßen, alles wunderbar. So, wir fangen an zu drehen und bitte, so Heinz Hönig steht da mit seiner Königin und bitte. Heinz? Ja? Der Text. Ach so, ja, Entschuldigung. So, dann, hallo, mein liebes Volk. Ah. Ja. So, ich mache es jetzt nicht mal in der ganzen epischen Breite, auf jeden Fall irgendwann, ne, ja, wir brauchen jetzt hier Pappen, da müssen Pappen stehen. Hallo, mein liebes Volk, seid gegrüßt, ich bin's, euer König. Ja, dann dahin. Heinz? Ah ja, so, hallo, mein liebes Volk, wir machen es anders. Ich kann ja nicht die ganze Zeit in die Richtung schauen. Hallo, mein liebes Volk, seid gegrüßt. Dann der andere Text da auf der Pappe. Ich bin's, euer König. Und bitte, mittlerweile war es 10 Uhr. Hallo, mein liebes Volk, seid gegrüßt. Heinz? Ja, mehr steht da nicht. Ja, da! So. Das war aber dann schon, ich sag mal so, die 30. Ja? Ja. Die 30. Und dann irgendwann fing der an, sich selber zu beschimpfen. Du Assi, du Vollassi, dein Hirn weggesoffen. Wie kann man so besoffen? So, ich bin soweit. Hallo, mein liebes Volk. Heinz, ich bin's, euer König. So. Dann irgendwann. Es war nachts, irgendwann war es Mitternacht. Wahnsinn, war totaler Wahnsinn. Ich habe quasi 3 Programme gespielt, um das, um die Kuh bei Laune zu halten. Ja. Und irgendwann kriegte die Cosma, Shiva Hang, kriegte ihn moralisch und fing an zu heulen. Wir hatten den Satz fast und plötzlich fängt die an zu heulen. Jetzt war die aber auf Beauty geschminkt, das heißt, jetzt war die noch mal für eine Stunde verschwunden in der Maske. Ey, ich glaube, einige im Team waren bereit, einen Mord zu begehen. Und nachmittags morgens um 3 oder 4, der Regisseur Sven Unterwald, ein ganz alter Freund von mir, sagte mir dann noch so, als sie alle mal wieder so verschwunden waren und das alles neu eingerichtet wird, das Schlimme ist, es wird am Ende auch noch gut aussehen. Ja? Und wir waren nachts um 3 oder 4 waren wir fertig. Mit dem Dreh werde ich nie vergessen. Also es ist totaler Wahnsinn. Gott sei Dank hatte ich meine Jogging-Schuhe dabei. Bin dann vom Studio in die Stadt in Köln gejoggt und habe mich leider vorm Haus noch direkt auf die Fresse gelegt. Also das ist so ein, also ja. Was war nochmal die Frage? Alles beantwortet. Ja, alles beantwortet. Sie wirkten an einer Kriegskomödie U-900 mit. Sie handelt von 1944 und geben dort auch Jüdinnen und Juden Überlebensratschläge. Dieser Film stieß auf viel Kritik, die Sie aber nicht teilen. Erzählen Sie mal. Das Witzige ist, dass das U-Boot sollte erst, und der ganze Film sollte U-911 heißen, also wegen Porsche 911. Und dann irgendjemand kam aber irgendwann mal auf die Idee, ein deutsches U-Boot, Nazi-U-Boot, was auf New York zufährt und 9-11 heißt. Gott sei Dank waren wir noch nicht in der Vermarktung. Wir konnten es noch umbenennen. Ich lieb den Film nach wie vor. Ich kann allerdings auch die Kritik verstehen, weil ich fand es ganz gut, mal dieses Thema so anzugehen und das auch komödiantisch zu verarbeiten. Wenn wir heutzutage das Drehbuch, ich war am Drehbuch nicht beteiligt, fand das Drehbuch aber gut und finde es eigentlich immer noch gut, nur heutzutage würde ich noch mehr Witze einbauen, weil wenn ein deutscher Komiker die Hauptrolle in so einem Film spielt, dann kann ich die Erwartungshaltung verstehen, dass man mit mehr Witzen rechnet. So. Wie kam es zur Sendung Alles Atze bei RTL? Sie schwadronierten sehr erfolgreich über Gott und die Welt als prolliger Ruhrpottbewohner. Das war das, wovon Sie ja vorhin schon erzählt haben, ein bisschen. Also das ist auch wieder eine Verkettung glücklicher Umstände. Und zwar
war, als wir damals mit der Band aufhörten und ich alleine so ein paar Jobs gemacht habe, eben auch diese Tournee mit Götz Alsmann, bekam ich irgendwann einen Fax, die Älteren werden sich erinnern, was das ist. In Anwaltskanzleien wird es, glaube ich, immer noch verwendet. Da spricht man nochmal von Fernkopien. Vor allen Dingen in den Berliner Behörden. Ah, okay. Ja. Die sind noch bei Faxen. Okay. Von E-Mail haben sie noch nichts gehört, das kommt erst. Naja, ich bekam ein Fax von Sony Pictures und den Briefkopf kannte ich natürlich aus dem Kino. Ne? Und Columbia TriStar und so. Herr Schröder, haben Sie auf der Bühne gesehen, würden Sie gerne mal kennenlernen. Christiane Ruff, die Geschäftsführerin von Sony Pictures, schrieb mir. Und ich habe gedacht, da will mich ein Kumpel verarschen. Und mein damaliger Manager, der kannte die Firma aber aus einer anderen Zusammenarbeit mit Rüdiger Hoffmann und meinte, nee, Mensch, das ist ein dickes Ding, da müssen wir hinfahren. So, dann bin ich da hin und dann haben wir uns sofort gut verstanden, also Christiane Ruff und ich. Und dann meinte sie, schreib doch mal auf, wie dieser Atze so lebt und so die Personen drumherum. Vielleicht können wir hier irgendwas draus machen. Ich habe nie damit gerechnet, dass das irgendwas fürs Fernsehen wird. So, und dann hat sie, schreib mal ein Exposé. Und ich wusste ja gar nicht, was ein Exposé ist. So, und dann, ich wusste nicht, ist eine Seite, drei Seiten, 10, 100. Habe ich so drei Seiten geschrieben und habe mir so überlegt, den Kiosk, die Biene, meine Freundin Biene, den Praktikanten, den Türken, Murat, Opa Pläte, das waren so die Figuren, die ich schon hatte. So drei Seiten geschrieben, hab die da hingeschickt und zwei Tage später rief die an, ja Mensch, super Idee, da machen wir eine Serie raus. Ja, nee, ist klar. Ja, so. Nie mitgeredet und hab gedacht, ach, wenn wir so einen Pilot drehen von dem Ganzen, dann kannst du deinen Enkeln vielleicht irgendwann mal so eine Kassette zeigen, wo Opa ein Kioskbesitzer gespielt hat. Dann, und das war zunächst, weil erfolgreich waren schon Nicola mit Milovic, diese Krankenhausserie und Walter Sittler und Die Kemper, das war schon erfolgreich. Das war aber beides für RTL und ProSieben wollte auch so eine Serie haben. Und dann hat ProSieben gesagt, dann entwickelt es uns mal was. Und dann hatten die das für ProSieben entwickelt. Dann sind wir mit dem fertigen Band, ach nee, das war zugeschickt zu ProSieben. Und ProSieben war ja damals so eine ganz schicke Welt, wo so, das war wie eine Werbeagentur eigentlich vor Ort. So, wir flogen nach München, Christiane, der Producer Imre und ich. Und dann, typischer geht es nicht. Also, jetzt wird es ein bisschen versaut. Auf jeden Fall, es gab einen Produzenten bei ProSieben, der war so typisch, so ein Typ so im blauen Maßanzug, immer ein weißer Schal, Raucher, aber so ein richtiger Dummschwätzer. Also große Fresse ohne Ende. Und dann liefen da immer irgendwelche Assistentinnen rum, die auch wie gecastet aussahen mit kurzen Röcken und so Pinnen unter den Schuhen. Und dann saß dieser Typ da und dann hatten wir den Film nochmal zusammen geguckt. So eine Serie dauert ja 25 Minuten ohne Werbung. Ja, ja, ganz gut, das ist gut. Die Blonde ist gut, die Biene, die gefiel ihm gut. Ja, die ist toll, also die Beine von der Blonde, super, super, super. Die Beine, ach, das ist super Serie. Echt, muss man sagen, dieser Kiosk, dann diese Beine von der Blonden, super. Und so die Assistentin schrieben da fleißig mit. Und dann, ich erzähl's nur, weil es genauso war. Bitte glaubt, jetzt wird's ein bisschen versaut. Dann sagt er, ja. Auch der Türke, super, die Idee mit dem Türken, das ist ja so geil, der Türke, ja, ein paar meiner besten Freunde sind Türken, ey, der Türke fickt ja sofort in den Arsch, ne? Der Türke fickt sofort in den Arsch und wir waren alle peinlich berührt und jeder hat gedacht, bitte, bitte, hör auf zu reden. Und für mich ging es ja um meine Zukunft und er redet davon, dass er, die Türken, ey, das gibt's doch gar nicht, der Türke, zack, Mehrhaber von hinten rein, zack, hier, ne, wo unser einer erst als zweites, drittes draufkommt, das macht der Türke als allererstes, der fickt er in den Arsch, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und dann, er redete sich so richtig in Rage und dann, von mir war überhaupt keine Rede, null. Ne? Ich war ja der Hauptdarsteller und hatte die Serie auch geschrieben. Und dann nicht einmal erwähnt. Ach, der Tür und die mit den langen Beinen, super. Also das gibt's gar nicht. Ja, eigentlich, wenn ich mir so recht überlege, so eine Kiosk-Serie ist doch scheiße. So was will doch keiner. Was wir brauchen, Christiane, das müsst ihr entwickeln von Sony Pictures. Ihr müsst mir eine Serie entwickeln, wo so Jetpiloten ins All fliegen. Die sehen alle gut aus und wenn die zurückkommen, dann stehen da so vollbusige Blondinen. Aber der Kiosk ist scheiße. Damit war mein Projekt gestorben. Es war tot.
Wir saßen nachher wieder im Flieger, ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich musste das Trauma jetzt erstmal verarbeiten, was er so für Freunde hat. Und ja, und dann ging es aber direkt zu RTL und die haben dann 3 Tage später die Serie bestellt. Aber so waren die Zeiten damals. Und hat sich dann ProSieben geärgert, nachdem das erfolgreich war bei RTL? Ja, in der Branche gibt ja nie irgendjemand was zu. Also wir können, also der Typ lebt nicht mehr. Bei dem Lebenswandel, der hat übrigens die ganze Zeit geraucht, während er diesen Vortrag hielt. Überall standen Schilder, bitte nicht rauchen. Also wie er sich äußerte, setzte er sich ja ohnehin Gefahren aus. Ja, ne? Ja. Ich glaube auch, er wird nicht, die Luft war rein. Ja. Wie empfanden Sie Ihre Auftritte bei Harald Schmidt, bei Wetten, dass und bei der Wochenshow mit Oliver Welke? Das ist ja wieder interessant. Da sind Sie ja dann plötzlich ein Gast, also und sollen ja nicht unmittelbar komödiantisch wirken, nur höchstens was vorführen und dann aber auch wieder so Gespräche führen. Machte Ihnen das Spaß oder haben Sie gesagt, ich muss es machen, schon wegen der Bekanntheit etc.? Ach, von bis. Bei Harald Schmidt, wir mochten uns von Anfang an, da stimmte die Chemie, das hat immer großen Spaß gemacht. Bei 7 Tage, 7 Köpfe, ach ja, das war es mal so, ich war da, ja, das... Das war ja auch so eine krude Mischung. Bernd Stelter, der war immer so ein bisschen Arschkriecher. Der Rudi Carrell hat den gehasst wie die Pest. Wenn Rudi was nicht abkonnte, waren das Arschkriecher. Und der, ich werde nie vergessen, ich stand mit Gabi Köster mal im Flur bei 7 Tage, 7 Köpfe nachmittags vor der Sendung und sie brauchte für einen Gag brauchte sie noch 2 Mitspieler. So, und dann waren wir uns schon einig und dann meinte sie, so der Bernd, den könnten wir doch auch dazu nehmen. Ich weiß gar nicht, die Story hier sind schon wieder Kameras. Ich erzähle sie jetzt einfach mal, komm. Ich bin eh unten durch da. Und dann sagt, ey, wir nehmen den Bernd dazu. Dann riss sie die Garderobentür auf zu Bernd Stelter. Und Bernd Stelter zog sich gerade um, was ja noch kein Verbrechen ist. Aber er stand da in einem roten Stringtanga. Zu der Zeit war der noch sehr korpulent und bückte sich gerade. Ich glaube, ich habe eine Woche mit Licht im Flur geschlafen. Wirklich. Also, ja. Guter Komiker. Das ist, nein, aber es gab von bis bei Wetten, dass, ja, da musste man immer so ausloten. Bei Wetten, dass, das Publikum ist ja natürlich etwas träger da, was da sitzt. Die schönste Geschichte, die habe ich auch hier und da schon mal erzählt, war eigentlich, ich war ja relativ oft bei Wetten, dass. Die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk, also jetzt nicht gestern. Nein, damals die letzte Sendung, war in Hannover und berühmter neuer Gast in der Show war Lena Meyer-Landrut als Hannoveranerin, Tochter der Stadt. Und ich war mit Schweighöfer da und Schweighöfer und ich, wir waren auch schon zusammen da. Wir wussten beide, das wird jetzt hier langweilig auf dem Sofa, weil die Show ist ja sehr auseinandergezogen. Auf dem Sofa kriegt man nicht alles mit. So hinter der Erdkrümmung irgendwo spielt Phil Collins. Da ist eine Baggerwette. So. Und wir wussten, das wird jetzt, Schweighöfer und ich, wir wussten, das wird jetzt sehr langweilig. Und dann haben wir uns im Catering vor der Sendung jeder so 3 Flaschen Shampoos mitgenommen. Und 3 Gläser, weil Lena Meyer-Landrut saß so zwischen uns. Und jetzt fing die Sendung an und dann ich die erste Flasche aufgemacht. Und Lena, weil zum ersten Mal in der Sendung, wollte alles richtig machen, sagt, darf man denn hier trinken? Man muss. Ja. Und dann war die, ich würde mal sagen, so 8:45 war die schon breit wie ein Rathaus. Und nickerte immer so ein bisschen weg. Und dann immer, wenn das Rotlicht angeht, haben wir die so angeschaut, dann waren wir wieder da. Aber so 9:45 war ich aber selber voll wie ein Amtmann. Und hab schon gedacht, wieso läuft denn hier den ganzen Abend Wetten, dass? Und ich hatte völlig vergessen, warum ich überhaupt da war. Ich war Wettpate und dann irgendwann ruft Gottschalk rüber und Atze. Ja, er packt's. Junge, ich glaube an dich. Das ist eine Frau. Sie packt's. So, dann hat sie es aber nicht gepackt. Und mein Wetteinsatz war, ich fahre eine Zuschauerin mit so einer Zitronenente mit dem Auto vom Messegelände Hannover zum Hauptbahnhof. Das sind 10 Kilometer. So, die Zuschauerin am Ende der Sendung sitzt in diesem Auto schon drin mit ihrer Handtasche. Ich steige ein.
erstmal überhaupt aus der Halle rauszukommen und dann zum Hauptbahnhof Hannover. Aber das Allerbeste ist, vorne und hinten Polizeieskorte. Also, das hat Spaß gemacht. Und die Wochenshow? Die Wochenshow, ach, das war mit Ingolf Lück und Anke Engelt, wurde damals erst zum großen Star. Ach, das war immer so wie so ein Klassentreffen, weil ich kannte die alle vorher schon, bevor die berühmt wurden. Und das hat Spaß gemacht. So, mit Bastian Pastewka ist bis heute noch eine sehr enge Freundschaft. Das war eine schöne Zeit. Ich war übrigens auch in der Wochenshow. Und da habe ich einen Satz gesagt, obwohl zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung nur eine halbe Stunde lag, ist der noch rausgeflogen. Nee. Und dann bekam ich den Orden wieder, den tierischen Ernst. Da habe ich den selben Satz gesagt. Der flog auch raus. Nee. Und das war witzig. Wissen Sie, wie der lautete? Der lautete, ist Ihnen schon mal aufgefallen? Sie werden sich jetzt ärgern, ich sage es trotzdem. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen kamen? Das wollten die nicht hören. Ach. Und das fand ich ganz witzig. Weicheier. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich mal zu Angela Merkel in der Tagesschau gefragt werde, sage ich, apropos, ist Ihnen schon mal aufgefallen? Aber ich habe den Satz dann doch untergebracht, als ich die Laudatio auf den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg halten musste, der danach den Orden wieder den tierischen Ernst bekam. Und da habe ich es so gesagt. Da habe ich gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die ich heute nicht sage. Also es gab mal einen Satz, den habe ich dort gesagt. Und dort gesagt, der ist rausgeschnitten worden, natürlich nur aus Gründen der Länge. Und deshalb werde ich heute nicht den Satz wiederholen, dass bisher alle gefälschten Dissertationen aus dem Westen waren. So blieb er drin. So blieb er drin. Aber schöner Trick. Schöner Trick, der kann man in der Comedy auch wirklich gut machen. Fürs nächste Programm habe ich mir vorgenommen, dass die komplette erste Hälfte nur Sachen zu sagen, die ich auf keinen Fall ins Programm nehmen werde. Ja, das ist wirklich. Ich habe am Anfang, ich hatte mal ein Programm, das hieß Richtig Fremdgehen. Und übrigens, das war das bestverkaufte Programm bisher. Ja. Das wollte natürlich jeder wissen, wie es geht. Ja. Und Comedy ist ja so ein Pärchenthema. Man hat viele Pärchen im Publikum sitzen. Und da habe ich am Anfang, übrigens in der Schweiz kam der auch gar nicht an. Im Norden und Berlin kam der super an. Ich habe am Anfang gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Ja? In Bern Totenstille. Nicht mal mehr ein Oder. Ja. Sie schrieben Ihre Autobiografie, die ja heute auch zu erwerben war, blauäugig, und wirkten mit an Büchern wie Und dann kam Ute oder Der Turbo von Marrakesch. Wann und wie entdeckten Sie sich eigentlich als Autor? Das ist ja nun was ganz anderes als Reden. Ja, Ich hatte immer eine große Liebe zur Literatur und das ist auch meinen Eltern zu verdanken. Bei uns tauchten immer irgendwelche Bücher auf, die man gelesen hat. Und da war es auch egal, ob es Dr. Chivago war oder meine Schwester da, Anna Wirt-Stewardess, gelesen hat. Oder wir Mädels von Imhof. Ich bin mit Mädelsliteratur bin ich sehr bewandert, weil ich das alles gelesen habe. Ja, und die Begeisterung war immer da und deswegen hat es auch so einen Spaß gemacht, ein Programm zu schreiben, ist ja auch ähnlich, man braucht eine ähnliche Dramaturgie für ein Programm. Und dann kam Ute, ich habe alle Bücher zusammen mit meinem Freund und Autor Till Hoheneder geschrieben. Zärtliche Cousinenhörer hier, ne? Ja, mit dem mache ich auch zusammen Podcast. Und das macht halt echt Spaß. Wir rollen uns teilweise am Boden vor Lachen, aber passen auch auf, dass auch unter literarischen Gesichtspunkten. Ja, aber ich finde, einen Witz zu erzählen ist was völlig anderes, als ihn geschrieben zu lesen. Das ist nicht identisch. Nee, das nicht. Aber ich meinte ja auch eben das ganze Programm in seiner Dramaturgie, dass man mal eben auch mal wieder das Tempo anziehen muss und dass man auch Strecke haben muss. Haben Sie wirklich 2010 eine Moderation von 24 Stunden hingelegt? Ja. Wenn ja, wie haben Sie das ausgehalten und wie war die Reaktion? Haben denn Leute auch 24 Stunden zugesehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist mir auch nicht. Es lief ja auch im Internet. Die Idee, das war mal so eine Idee. Also, gerade so nach dem ersten Bierchen
äußere ich auch Sachen, wo ich hinterher denke, das hättest du mal besser nicht gesagt. Und ich, die Firma Medion wollte so eine Werbung haben. Und dann habe ich so nach den ersten zwei Bierchen gesagt, Mensch, die geile Idee wäre doch, man macht eine Late-Night-Show, aber nicht 3 Stunden, 24 Stunden. Und das haben wir dann gemacht. Dann sind wir samstags mittags angefangen. Ja, 24 Stunden durchmoderiert, klingt ja so, als hätte ich 24 Stunden durchgeredet. Nee, es waren ja auch Musik-Acts da. Es war alles, es fand alles Mögliche statt. Aber sie konnten auf jeden Fall 24 Stunden lang nicht schlafen. Genau. Und sollten auch am Schluss noch fit sein. Ja, genau. Und ich habe es tatsächlich mit viel Wasser trinken geschafft. Oder wenn mal eine Band spielte, bin ich mal kurz an die frische Luft gegangen, dann wieder rein. Aber das Beste war, also wir sind samstags mittags 12 Uhr gestartet, sind dann, ich sag mal, bis nächsten Tag 10 Uhr, da hatten wir ja so 22 Stunden, und dann haben wir den Sportteil gemacht. Da war Waldi Hartmann und solche Leute waren dann da, und da sind wir angefangen zu trinken. Das hat dann die letzten 2 Stunden nochmal gemacht. Aber das Allerbeste ist, dass wir nach diesen 24 Stunden noch eine 8-stündige Aftershow-Party gemacht haben. Und dann wurde ich langsam müde. Inzwischen sind Sie auch bei Social Media und machen erfolgreiche, ich soll ja nicht mehr Podcasts sagen, wie ich immer sage, sondern Podcasts sagen, aber ich finde Pod klingt viel schöner, ist ja auch egal, wie mit dem Psychologen Windscheid und dem Bestsellerautor Honeda. Das interessiert mich auch. Wie kann man denn erfolgreich sich selbst inszenieren in Social Media? Ja, das eine wär ja so, also bei Instagram und so, klar, das ist dann eine Inszenierung, man guckt schon, was kommt an. Das andere sind eigentlich, also diese beiden Podcasts sind Sachen, die einfach aus dem Spaß heraus entstanden sind. Das macht mir auch Spaß. Das mit Dr. Leon Winscheid zusammen, da habe ich mich so ein bisschen überreden lassen. Er ist in derselben Agentur wie ich, und jemand aus der Agentur hatte die Idee, die beiden sind so unterschiedlich, wenn man die zusammenbringt, das könnte doch was geben. Und dann am Anfang mochten wir uns auch überhaupt nicht. Seine Idee war, pass auf, ich stelle dir immer so Phänomene vor die, aus der Psychologie, und du bist dann der Idiot, der nachfragt. Das war so kurz die Idee. Und das fand ich schon mal sehr gewagt von ihm. Wir hatten so ein Arbeitsfrühstück. Und ich habe dann gesagt, naja, vielleicht stellt sich auch raus, dass ich viel mehr darüber weiß und du einfach nur gut lernen kannst. Ja, und ansonsten kompletter Trottel bist. So, dann haben wir die ersten 1-2 Aufnahmen gemacht und dann so langsam entstand das. Und es ist unfassbar erfolgreich geworden. Wir haben über 4 Millionen Follower da mittlerweile. Ja, und das ist so eine Sache, die ist mir passiert. Also da ist überhaupt keine Planung dahinter gewesen und war für mich natürlich ein völlig neues Gebiet. Leon ist auch, der ist mehr Wissenschaftler denn Unterhalter, obwohl er auch ein Bühnenprogramm hat, und bei mir ist es mit Sicherheit ganz genau umgekehrt. Und der ist so einer, der schickt am Abend vorher nochmal eben 90 Seiten und sagt, kannst du ja gleich nochmal eben durchlesen. Das mache ich dann nicht. Da kann ich auch interessierter nachfragen. Und mittlerweile lieben wir uns so richtig, das kann man wirklich schon sagen, und feiern auch gerne mal zusammen. Wir haben jetzt auch schon den einen oder anderen Live-Auftritt zusammen gemacht. Das war immer, die Karten waren immer ruckzuck weg. Und das ist natürlich, das ist ja schon fast verrückt, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Man macht einen Podcast auf der Bühne und da sitzen Tausende von Leuten. Das ist der Wahnsinn. Und ich finde das ein richtig schönes Geschenk für mich, so quasi der zweiten Karrierehälfte oder der letzten. Und der Bestseller-Autor? Mit Till, wir sind schon lange befreundet und wir schreiben ja auch die Programme zusammen. Und das ist dann mehr so Stammtisch. Also wir haben bei Betreutes Fühlen haben wir ungefähr 80% Frauenanteil bei den HörerInnen, und bei Zärtliche Cousine ist es eigentlich genau umgekehrt. Sie sagten schon, dass Sie in Hamburg leben. Warum lieben Sie diese Stadt? Ach, das, also ich habe viele Freunde in Hamburg, dann irgendwie die Mentalität kommt mir sehr entgegen. Ja ist ja, nein ist nein, das finde ich schon... Das verstehe ich. Ich liebe ja komischerweise alle 4 Großstädte in Deutschland, obwohl die völlig verschieden sind. Also ich bin ja in Berlin geboren und habe hier immer gewohnt. Berlin liebe ich natürlich, aber ich bin auch gerne in München, ich bin auch gerne in Hamburg und so auch gerne in Köln. Wobei Hamburg die sozial gespaltenste Stadt ist, die ich kenne. Aber wirklich, der ärmere Teil hat seinen Fußballverein, der andere den anderen.
Die haben ihr Theater, die haben deren, also wieder ein anderes Theater und so weiter, auch unterschiedliche Einkaufsstraßen. Und trotzdem geht ein Reiz von dieser Stadt aus. Ja, das empfinde ich auch so. Ich wohne jetzt seit 3,5 Jahren in Berlin, in Hamburg und finde das, lebt da sehr, sehr gerne, geht da wahrscheinlich auch nicht mehr weg. Ich habe eine Wohnung gekauft, barrierefrei, das sagt alles. Und... Aber ansonsten bin ich auch ein Umgebungsopportunist. Wenn ich eine Woche in Bitterfeld wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ach, so schlecht ist es gar nicht. Ja? Und meistens sind es ja auch die persönlichen Begegnungen. Man lernt irgendwo 3 nette Leute kennen und sagt, ach, das ist doch richtig toll hier. Das stimmt. Sie erklärten, dass der Mensch am peinlichsten wirkt, wenn er authentisch ist. Stimmt das wirklich? Naja, es gibt, ich glaube, es ist von Anke Engelke. Ich lese auf der Bühne lese immer Michelle Obama in den Mund, weil dann klingt es intellektueller. Und zwar hat Anke Engelke mal gesagt, ein Mensch ist authentisch, wenn er auf dem Sofa liegt, schläft und furzt. Und mein aktuelles Programm, oder was ich noch spiele, jetzt noch ein paar Monate spiele, heißt ja echte Gefühle. Und da habe ich drüber nachgedacht, was ist so eins der echtesten Gefühle? Und so eins der echtesten Gefühle ist wahrscheinlich die Peinlichkeit, weil das möchte man ja eigentlich nicht. Und deshalb würde ich da zu dieser Aussage auch stehen, ja. Sie sagen, Ihr größtes Talent sei es, glücklich zu sein. Das stimmt. Das heißt, sind Sie wie ich ein Zweckoptimist und sind Sie auch gerne gut gelaunt? Ja, ich bin gerne gut gelaunt, ist auch bei mir Grundeinstellung. Und Zweckoptimist würde ich nicht mal sagen. Ich brauche keinen Zweck, um glücklich zu sein. Also bei mir ist es tatsächlich so, und es ist auch nicht übertrieben, ich schiebe morgens den Vorhang zur Seite im Schlafzimmer und freue mich schon auf den Tag. Und ich habe ja hier schon mehrfach gesagt, dass wir zu Hause nicht besonders viel Geld hatten. Aber das ist das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Dieses Talent zum Glücklichsein. Und da bin ich sehr dankbar für. Können Sie uns etwas zu... Können Sie uns etwas zu Ihrer Perücke und zu der getönten Brille erzählen? Ja, klar. Welche Perücke? Haar will atmen. Na, ich meide das. Verstehen Sie, ich habe eine andere Haltung zu meinen Haaren. Und die getönte Brille, ich finde die ja schön. Aber da muss ja einer mal die Idee gehabt haben. Das ist tatsächlich so, wie fast alles in meinem Leben ist mir das so passiert. Und dann war ich hoffentlich schlau genug, das festzuhalten. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass ein Fan mir die Brille seines Bruders geschenkt hatte. Und die hatte Tönung und deswegen hat sich das so fortgesetzt. Aber das ist ganz schön, jetzt wo man älter wird, so alternde Rockstars tragen ja gerne mal Sonnenbrille auf Fotos. Und ich habe eh blaue Augen und die werden dadurch dann noch blauer. Und das, warum fahren Sie gerne Porsche? Ja, jetzt, ich glaube, jetzt mache ich mein eigenes Image kaputt. Eigentlich liegt das an meinem Manager. Der ist so ein Porsche-Fan. Und ich eigentlich überhaupt nicht, kenne mich auch überhaupt nicht aus. Der hat früher, ganz am Anfang hat er die Nummern fürs Programm immer mitgeschrieben. Und da war diese ganze Porsche-Begeisterung da drin. Und der ist so begeistert, der kann wirklich... Wir haben im Porsche-Museum in Stuttgart gedreht. Und der wusste mehr als der Direktor. Also der... Töne, mein Manager, der kann dir sagen, an welchem Baujahr 62 an der Ölwanne welche chinesische Schraube mit Linksgewinde war. Ja, von dem ist auch der Spruch, ein Porsche verliert kein Öl, er markiert sein Revier. Jetzt, ich selber, weil ich habe so viel über Porsche gemacht auf der Bühne und hab die quasi heilig gesprochen. Und wurde dann immer wieder vom Porsche eingeladen. Und irgendwann ging es sag mal, fährst du eigentlich? Ich hatte ja gar keinen Porsche. Und ich habe auch wenig Interesse an Autos, um ehrlich zu sein. Und dann irgendwann haben sie mich aber genötigt. Da haben sie so einen guten Preis gemacht, da konnte ich nicht mehr anders. Da habe ich mir einen Porsche gekauft und fuhr mit dem Porsche eine Zeit lang durch die Gegend und sah dann irgendwo an der Ampel stehend, sah ich mich so im Schaufenster und habe gedacht, jetzt siehst du genauso dämlich aus wie die Typen, über die du dich immer lustig machst. Und hab den dann auch nicht mehr gefahren. Denn mein damals 18-jähriges Patenkind, Sophia, die hat dann den Porsche 2 Jahre gefahren. Das war auch absurd. Da sitzt eine 18-Jährige mit langen blonden Haaren, sitzt in einem Porsche. Da wirst du ja auch in jeder Polizeikontrolle angehalten. Und dann habe ich das Auto verkauft. Und jetzt werden vielleicht einige enttäuscht sein. Ich habe gar kein Auto mehr. Ja, wissen Sie, ich habe mal einer war so nett.
und sagte, Sie scheinen es ja eilig zu haben. Ja, sag ich, ich muss unbedingt zum Bundestag. Er sagte, soll ich Sie fahren? Ja, gerne, sage ich. Ich wusste ja nicht, was er hatte, der im Porsche. Dann fuhr ich mit dem Porsche vom Bundestag vor. Ja, die haben alle gedacht, jetzt dreht der Restlos durch. Ja, aber hat die Presse aber Fotos gemacht? Nee, glücklicherweise war keiner da. Man muss auch mal Glück haben. Das, ne? Ja, wirklich. mit großem Engagement unterstützen Sie die Krankenschwester Bettina Landgrafe in deren Kampf gegen Kindersklaverei in Ghana. Warum, ich finde das natürlich völlig richtig, aber warum beschäftigt es Sie so? Waren Sie mal da? Haben ja, Sie sich, ja. Also da kamen zwei Sachen zusammen. Ich hatte bei Wer wird Millionär 500.000 gewonnen. Und die gewinnt man natürlich für einen guten Zweck. Wenn ich das übrigens genau wüsste, ging ich ja auch hin. Aber ich bin so unsicher. Was waren die 500.000-Frage? Ich weiß die Frage, an der ich, ich habe dann vorher aufgegeben, aber weil ich die Antwort auch wirklich nicht wusste. Es ging, die 1-Million-Frage war nämlich, wenn man ein Lebensmittel nicht mag, wenn man sich davor ekelt, was ist der medizinische Fachterminus? Ist es Brokkoli-Allergie? Ist es Spinat-Ekel? Ist es Sauce-Bernays-Syndrom? Das vierte weiß ich nicht mehr. Und es wusste gar nicht. Ich habe einen Arzt angerufen, der war mein Telefonjoker, der wusste es auch nicht. Ich habe danach auch viele Ärzte gefragt, die wussten es auch nicht. Es ist tatsächlich Sauce-Bernays-Syndrom, weil es damals zum ersten Mal nachgewiesen wurde bei Sauce-Bernays. Ja, auf jeden Fall, ich hatte 500.000. So, das vergisst man dann übrigens nie, wenn man das nicht wusste. Ja? Genau. Weißt du, genau. Noch eine Prüfungsfrage, die ich nicht wusste, oh, ich habe mich so über mich geärgert und das weiß ich bis heute. Also das könnte ich auswendig erzählen. Ist auch interessant. Und die kommt dann nie mehr, ne? Ja, nee, nie wieder. Ja. Also, und ich hatte 500.000, also plötzlich. Und das kann sich jeder mal vorstellen, man hat 500.000 zur Verfügung. Jetzt kann man darüber, jetzt kann man bestimmen, wo das hingeht, dieses Geld. Was machst du mit dem Geld? So, jetzt weiß man, die großen Organisationen, UNICEF, Rotes Kreuz, da verschwindet schon mal die Hälfte für Verwaltung. Das wollte ich auch nicht. Dann hat mir ein Arzt erzählt, ich kenne eine Krankenschwester, die hatten in Ghana ein Hilfsprojekt. Das ist eine kleine Organisation, da kannst du sicher sein, dass jeder für dich ankommt. Ich habe mich mit der getroffen, dann passte das auch von der Chemie und dann habe ich ihr das, Geld überweisen lassen, weil die gerade ein Kinderkrankenhaus in Ghana an der Grenze zur Elfenbeinküste bauen wollte. Und dann meinte sie, dann komm doch mal dahin. RTL wollte sowieso da filmen, wie ich diesen Grundstein lege für das Kinderkrankenhaus. Und dann sagte sie, dann komm doch etwas eher dahin, dann zeige ich dir mal, wie Ghana so ist. Und ich hatte von meinem Vater als Kind ein Buch geschenkt bekommen, wo kommt der Kakao her? So, und da kommt ja auch zu großen Teilen aus Ghana. Deswegen war es immer so ein Traum, den ich aber nie umgesetzt habe, mal nach Ghana zu fahren. Ich habe schon mehrere Reiseführer gelesen. Meistens war dann so ein Zusatzheftchen in diesen Reiseführern, welche Krankheiten man sich da alles einfangen kann. Wenn man dann hinfliegt, muss man auch sehr viele Impfungen, Gelbfieber, Typhus, Diphtherie, Hepatitis und so. Also brauchst du eine ganze Zeit auch, um dich impfen zu lassen. Dann bin ich da hingeflogen und habe vor Ort gesehen, was die Bettina da macht. Die hat über 40 Projekte schon umgesetzt, alles mit einheimischen Kräften, also Hilfe zur Selbsthilfe. Und teilweise waren so Projekte dabei, die waren schon über 10 Jahre alt und die funktionierten noch. Und da habe ich gedacht, ja, da kommt das Geld an. Und wenn man erstmal so eine persönliche Beziehung zu sowas hat, dann fährt man ja auch hier gerne rum und stellt so die Projekte vor. Und was kann ich tun? Wenn ich vor Ort bin, kann ich ja kaum helfen. Was kann ich tun? Also hier als Botschafter für Madame Fogana Geld einsammeln. Ein Beispiel war ich stehe an der Ampel und schaue auf so ein Getränke, auf so eine Getränkefabrik und habe in dem Moment die Idee, weil ich ja vor Ort war, es gibt doch diese drei Dörfer in Ghana, die kein sauberes Wasser haben. Die müssen irre weit laufen, bis sie sauberes Wasser haben. Und viele der Kinder werden blind, weil die dieses verseuchte Wasser trinken und dann haben die so Würmer in den Augen. Und wenn man diese Würmer sieht bei den Kindern, weiß man schon, dass sie blind werden. Die sind nicht mehr zu retten. Und deswegen hatte ich richtig Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Und da hatte ich die Idee zu diesem Getränkehersteller, der wäre doch der Richtige, um dieses Wasserprojekt für diese drei Dörfer zu bezahlen. So, jetzt als Prominenter kommt man natürlich schnell ins Chefbüro, kommt da an und sagt dem, wie wäre es hier, Wasser für Ghana, das wäre es doch. Sagt er, ja, können wir das auf die Etiketten drucken? Ich sage, ja, können Sie werblich nutzen. Da waren wir uns innerhalb von 10 Minuten einig, sagt er, ich bezahle das Projekt.
Und ich werde nie die Einweihung vergessen. Es waren so drei Dörfer, die plötzlich mit Wasser versorgt wurden. Die Kindersterblichkeit in den drei Dörfern ist um 90% übrigens zurückgegangen. Das ganze Projekt... Das ganze Projekt hat 50.000 nur gekostet. Jetzt war ich zur Einweihung wieder da. Und jetzt ist ja immer so irre heiß da. Und ich bin echt nicht gemacht für Hitze. Ich halte wirklich das nicht aus. Und dann, wenn die Ghanaer irgendwas einweihen, dann dauert das einen ganzen Tag. Da wird ab morgen schon getanzt. So. Jetzt sitzt man da und dann die Chiefs der drei Dörfer, die halten dann eine Rede. Dann gibt es von diesen drei Chiefs der Dörfer gibt's den Oberchief. Der sah übrigens aus wie Samuel Jackson. Sah wirklich aus wie die coolste Sau unter der Sonne. Und dann hat er darüber gesprochen und das konnte, und da sitzen Tausende von Menschen. Der braucht aber keine Lautsprecheranlage, weil alle so leise sind. Und er hält eine Rede und bedankt sich dann bei Atze Schröder. Und was alle nicht verstehen konnten, ist, dass jemand 6.500 Kilometer entfernt an die denkt. So, und es war so heiß. Und ich habe gedacht, ach komm, jetzt spul mal vor. Ey. Ich so, ne? Und das Schlimmste ist, da ist ein See direkt, aber man kann dieses Wasser nicht gebrauchen von dem See. Ne? Du guckst auf diesen idyllischen See, kannst aber nicht reinspringen, weil dann würdest du wahrscheinlich nie mal mehr den Flughafen schaffen. So, dann hält hier Samuel Jackson, hält die große Rede, macht mir noch ein Geschenk. So, und ich sitze da und wir haben bestimmt schon 4 Stunden. Ich habe gedacht, boah, mir ist so heiß. Und dann sagt, als Zeichen unserer Dankbarkeit möchten wir dir hier in unserem Dorf ein Baugrundstück schenken. Und ich habe nur gedacht, ey, ja, da könnt ihr selber bauen. Ich will zurück nach Hamburg. Nein, aber so ist eben die Verbundenheit so. Das verstehe ich. Und ich muss diese Geschichte, ganz, ich mache es so kurz, wie es geht. Und zwar die Sklaven, die ersten Sklaven, die aus Afrika geraubt wurden, wurden genau, damals hieß das noch Goldküste, die wurden genau aus Ghana, Cape Coast, heißt also dieses Fort, was heute noch existiert, was so als Gedenkstätte, wie wir unsere KZs erhalten, wird eben dieses Cape Coast auch erhalten. Da ist der ganze Sklavenhandel entstanden. Teilweise auch mit Hilfe der Afrikaner, die selber Menschen aus ihren Dörfern geraubt haben und so. Und man kann das alles noch besichtigen. Jetzt läuft mir schon wieder eiskalt über den Rücken. Man sieht diese ganzen Kerker, wo dann teilweise in so Zellen, wo vielleicht 10 Leute Platz hatten, 120 Sklaven eingesperrt wurden. Und die wurden da verladen auf die Schiffe. Die Schiffe lagen da auf Rede. Und da gibt's eine Tür, die ist gar nicht besonders groß. Und man schätzt, dass da 20, 30 Millionen Menschen durch diese Tür gegangen sind. Über dieser Tür steht in den Balken eingraviert The Door of No Return. So, dann stehst du da, boah, mir liefen die Tränen runter. Und ich war der einzige Weiße jetzt in dem Fort. Und dann waren so schwarze Studenten und kamen zu mir und sagten, und, wie fühlst du dich jetzt? Und ich sage, mir tut das alles so leid. Das ist so ein schweres Verbrechen an der Menschheit. Und dann sind wie die Ghanaer dann sind, dann sagen, ja komm, du warst es doch nicht. Und der Tag endete dann damit, dass wir zusammen schwimmen gegangen sind und wir uns gegenseitig unter Wasser gedrückt haben. Und solche Verbundenheiten... Und teilweise sind auch tiefe Freundschaften entstanden. Und die lassen einen natürlich ganz anders über so ein Projekt sprechen, als wenn man nie da war. Ja, das ist richtig. Lieber Atze Schröder, Sie wollen nicht, dass Menschen Ihren bürgerlichen Namen kennen. Und mir und Millionen anderen genügt es auch, Sie als Atze Schröder zu kennen. Sie haben sehr eigene Wege gesucht und gefunden, um ihre Talente auszuspielen. Das Publikum will sie und sie befriedigen sehr unterschiedliche, wichtige Bedürfnisse vieler Menschen. Wir leben in einer schweren Zeit, in einer Zeit schwerer Verunsicherung. Ich denke an Krieg, Klimakrise, Pandemie, Energiekrise und Inflation. Und es ist gerade dann so wichtig, den Menschen zu helfen, auch Unterhaltung zu finden, angenehme Stunden zu erleben. Insofern sind Sie nicht nur als Künstler bedeutend, sondern spielen indirekt auch eine wichtige politische Rolle. Ich sage Ihnen heute einfach Danke. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke, danke, danke. Dankeschön.
hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss.